So, hallöchen liebe Freunde, willkommen zurück zu Tohomon. Gaudiamons nächstes Level ist bald fertig. Infinite Fusion ist ein Pokémon-Hack. Oder beziehungsweise so ein Pokémon-Fending. Also die Menge an Zuschauern ist auf jeden Fall okay, ja. Ich denke, mit unserem aktuellen Team können wir Tenchi vergessen, weil die dieses Z-Tenchi hat, was ziemlich OP ist. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder in die normale Welt. Ja. 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 Danke. Hatte ich eigentlich noch einen Turbo-Knopf? Ah ja. Ich glaube, weil wir gerade ein bisschen Backtracking machen und irgendwo hinwollen, wo keiner weiß, wo wir hinwollen. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir kennen uns jetzt alle lange genug, ihr wisst ja, wie das ist. Also wir hatten den dritten Ort, das heißt Felstunnel als nächstes, ne? Kriegen wir hin. Wir haben einen Eisbeam, Gaudiamon. Die Z-Tenchi ist bloß schneller und one-shottet uns trotzdem. Du verstehst nicht, wie OP solche Z-Dinger sind, oder? Die Base-Stats von denen sind halt doppelt so wie alles, was man auf dem L-Level haben kann. Und ich habe gerade mal E-Level. Wir müssen nach Azuria City. Da wir gehen durch die Dicta-Höhle. Packen wir den fünften Gang aus, Geschwindigkeit. 10, Drift und Go. Los geht's. Ja, richtig. Skyline 100 Speed Multiplier, yep. Das stimmt wohl. Mal AP noch aufladen, würde ich sagen. Aber da kann man dazu mehr machen. Commission. Du. Bam, 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 déjà vu, I've just been this place before, higher on the street. So, jetzt kurze Kontrollfrage an die Zuschauer. Bei Tohomon, ihr kennt alle Pokémon Feuerrot. Wir haben auch Pokémon Feuerrot komplett durchgemacht auf dem Kanal schon. Könnt ihr euch angucken, Randomizer Nuzlocke, ist passiert. Die Pokémon-Teile, diese Routen hier mit den 1000 Trainern, machen wir die eben schnell mit Musik im Hintergrund oder machen wir die eben langsam? Und machen, ja. Ich würde nämlich vorschlagen fast, dass wir das hier wirklich alles in schnell machen. Ich speede hier komplett durch. Und die interessanten Teile, Bosskämpfe und so, da mache ich dann halt nicht mehr schnell. Ich fange jetzt erstmal schnell an und dann könnt ihr antworten, wie ihr es haben wollt. Weil das ist halt wieder so eine Sache hier, das muss sich halt keiner angucken, ne? Das ist, ey, guckt euch das mal an. Vollgas, sagt RSGE. Speed is the name, richtig. True is the name, speed is the game. Da gibt es jetzt einfach ein bisschen Musik im Hintergrund. Wir machen hier mal ein bisschen schnell heute. Wo ist denn jetzt hier eigentlich Antidote? Da. Ich hab extra so 12 Millionen von gekauft. Was war das gerade? Roar, ne? Das ist egal. Nach Déjà Vu gibt es ja noch Toho-Hintergrundmusik für euch. Das hier sind alles wirklich so, ich weiß nicht, das ist auch das, warum ich Pokémon nicht gerne normal Let's Playe. Weil das hier alles so Kämpfe sind, die ziehen die Spielzeit einfach nur extrem. Und das ist in einem RPG ja auch völlig vernünftig. Aber das ist halt nichts, was man sich bei einem Let's Player gerne angucken will. Oder sehe ich das falsch? Überlegt mal, das würde alles jetzt hier so viermal so lange dauern. So, jetzt gibt es aber erstmal richtige Hintergrundmusik für euch. Warte mal, ich weiß noch, was ihr kriegt.
Es gibt ja auch von Toho so ein, wir machen alles ganz schnell, schnell Lied. Los geht's. Ich will mal kurz checken, ob man hier was Gutes fangen kann. Warum ist die halb tot? Oh, war das, glaube ich, das war, glaube ich, das Latias. Kann das sein, dass es das Latias war? Nein, es war eine Chibi Medicine. Ist völlig egal, was das war. Aber das hier ist ein Toho-Lied. Das passt halt besser. Und es ist halt auch dafür, für sowas. Oh, warte, nein, nein, nein. Lied im Move für Mac. Ja. Ja. Alter, ich hätte gerade fast Antikraft nicht gelernt, ne? Ich glaube, Felshagel und Rock Rust kann weg, oder? Wie heißt das Déjà-vu-Lied? Das Lied heißt Déjà-vu. Du wärst überrascht. So, jetzt müssen wir mal wen anders nach vorne nehmen. Ich glaube, Exitus hat sich gerade mal einen Exitus gesoffen. Nehmen wir mal Brennstoff. Brennstoff muss auch noch ein bisschen leveln. So, Brennstoff. Du machst inzwischen guten Schaden, würde ich sagen. Da gibt es hier noch was Schönes. Momji. Ja, Momji haben wir schon, eine E-Momji im Team. Die auch wieder rausfliegt, denke ich. Ich weiß nicht, wer von euch war so geil drauf, dass wir Momji ins Team nehmen. Die hat auch eine L-Form, also prinzipiell kann sie sogar theoretisch drin bleiben. Und sie hat halt momentan Zerschneider, deswegen ist sie noch drin. Na, Tom der Wanderer, alles gut bei dir? Die mit ihren ganzen komischen Statuseffekten, ist unglaublich. Vielleicht sollte ich mal Surfer machen, das wäre vielleicht schlauer. Ich habe keinen Surfer, ich habe Waterpuls. Der Surfer gibt es ja auch erst später, ne? Egal. Das Problem ist halt, wir sind eine absolute Glaskanone mit Brennstoff, ne? Wenn wir ihn one-shotten können, ist er halt tot. Wenn nicht, sind wir halt tot. Aber meistens one-shotten wir. Hier stimmt Chris Beitrag zu. Normal Durchsack mit gutem Kommentar. Gerne auch zu zweit. Schaust du am liebsten an. Das hat Chris geschrieben. Du schaust es dir schon gerne oft an? Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt schon. Normales Pokémon macht auch Spaß. Aber das ist es ja hier jetzt einfach nicht. Und Feuerrot hatten wir auch schon mal. Ich glaube, das wäre auch was anderes, wenn das jetzt hier irgendwie Schwarz und Weiß oder so wäre. Einfach was, was wir nochmal normal machen wollen würden. Ich spiele ja auch gern Pokémon, vor allem Nuzlocke, aber... Ja. Das hier ist schon irgendwie wieder was anderes für mich. Weil es einfach von Tohomon der Teil ist, der halt nicht Tohomon ist. Das ist einfach der Pokémon Feuerrot-Teil von Tohomon. Was willst du lernen? Oh, oh ja, nice! Nice, ey. Ja, kann Feuerwirbel mal... Kann sich mal verzwiebeln gehen. Hitzekoller, Leute, pass auf. Tot. Jetzt noch Surfer drauf und das Moveset ist praktisch fertig. Mal Blitz. Haben wir Blitz noch im Team? Ja. Adisu, Adisu. Kommt der Felstunnel. Wie schnell man das so schaffen kann, wenn man speedet, ne? Das ist unglaublich. Überlegt mal, dass wir da bestimmt eine Stunde für diese Route gebraucht hätten sonst. Was schreibst du, Chris? Chris sagt gerade, er könnte auch Pokémon normal durchzocken, aufnehmen, selbst angucken, wenn er dauerhaft Leute dabei hätte, mit denen er Spaß haben kann. Das war damals zwar eine Nuzlocke, aber die Parts mit Gast waren für dich immer die witzigsten. Das stimmt. Mit Gast habe ich auch immer am liebsten eigentlich. Ich habe Chris auch immer sehr gerne als Co-Kommentierer hier dabei gehabt. Vor allem bei Thomas, das war auch lustig. Und auch andere Leute, je nachdem wir dann mal Zeit hatte. Aber ich denke, für so eine Situation hier passt das auch schon, wie wir das jetzt hier machen. Arisen, die sah schon ein bisschen gefährlicher aus. Aber nee. Das Problem ist halt, diese A- und F-Formen sind halt diese Special-Formen, die ungefähr so stark wie die E-Formen sind.
Und wir haben ja inzwischen schon alle unsere Teams auf E-Form, also sind das nur noch ganz normale Kämpfe für uns. Schwierig wird es halt, wenn die Gegner die L- und Z-Form auspacken, vor allem die Z-Form. Und das machen halt nur Boss-Gegner. Das heißt, alle normalen Gegner wie das jetzt hier, das ist halt, das sieht dann halt so aus. Also Chris mag Infinite Fusion. Ich habe ja auch nichts gegen das Spiel gesagt, Tobi. Ich habe bloß gesagt, das machen wir jetzt nicht. Oh, das ist die Magier Marissa. Die zeigt euch gleich einen Zaubertrick. Der Zaubertrick ist, dass sie angezündet wurde. Habt ihr gesehen? Können wir gerne nochmal machen. Princess Wiggle wird angezündet. Nice. Seht ihr? Bester Zaubertrick. Ein Brennstoff auf Level 48. Chris erinnert sich gerade daran, als wir damals bei ihm in die Siegelstraße sind und sein Zazenia da beinahe draufgegangen ist und nicht flüchten konnte, dass mir total am Abgehen war. Ja, das war aber auch vor allem lustig, weil es eine Nuzlocke war, ne? Hit me with your best shot. Okay, best shot kommt. Fand's gut? Ich auch. IQ kommt. Was machen wir mal mit Adisu? Adisu, Adisu, Adisu macht Psybimu. Hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Hammer-Trick. Ja, ich sag's euch, ne? Das ist schon... Das war mein Zaubertrick. So, Kolkuma auch nochmal anzünden. Oh, E-Yugi. Zünd ich an. Easy. Hat's überlebt. Hätte ich Overheat machen sollen. Mach ich mal, wenn sie noch auf einem HP ist. Easy. Siehste? Perfekt. Das Problem ist halt, dass wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, wo wir so ein Pokémon haben, was extrem viel Schaden macht für den Moment. Das wird nicht so bleiben. Das nur mal schon mal vorweg. Das wird nicht so bleiben. Aber für den Moment wird Brennstoff halt so gefühlt alles one-shotten. Wenn wir die richtigen Attacken einsetzen. Oh, Letty nicht. Letty hat auch extrem hohe Spezialverteidigung, ne? Das darf man nicht vergessen. Wir haben halt 171 Spezialangriffe. Ich habe gerade nicht gesehen, was kommt. Ich bin einfach Exitus. Ach ja, Mensch. Völlig egal, was ich da genommen hätte, glaube ich. Slack off. Das hat gezwiebelt. Exitus hat einfach so viel HP, dass ihr das egal war. Die Form von Brennstoff ist zwar fragwürdig, eigentlich nicht wirklich, aber Chris hatte die auch damals. Mit dem Feuerwasser macht halt Spaß. Ich weiß gar nicht, was daran fragwürdig ist. Ich glaube, Chris hat einfach mal viel zu viel Angst von irgendwelchen Sachen, die halt nicht so ganz, ja, normkonform sind. Kann man das so sagen? So, Adisu darf jetzt ein bisschen. Perfekt direkt vor dem Kampftrainer rausgeholt, ne? Easy. Follow me. Chris Traveler of Oliver. Oliver. Das heißt Oliver, heißt der. Oliver. 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 Olle weg. Hau die Olle weg, genau. Das haben wir hier gemacht. Wir hauen die Olle weg. Den Oliver. Die Olle vom Oliver. So. Du hast halt viel zu viele Leute, die nicht mit Ton und so weiter anfangen können, die sich denken, what the fuck, Chris, was ist das? Das war ja mal anders. Ja, Chris, aber weißt du, warum du so viele andere Leute hast? Weil es dir eben peinlich ist, einfach das zu spielen, was du spielen willst. Würdest du das mehr leben, würdest du halt auch so Kommentare kriegen, wie hör mal auf mit der Weep-Scheiße, so wie ich. Aber dann würdest du einfach sagen, ja, nö. Und dann hat sich das auch wieder geklärt. Weißt du, dann machst du dich über den Typen, den das irgendwie persönlich angreift, nochmal ein bisschen lustig, alle freuen sich und dann passt das wieder. Ist ja völlig egal, Hauptsache du machst, was dir Spaß macht. Von sowas darf man sich überhaupt gar nicht angehen lassen. Ah ja, das hat sie getan. Ich mach mal Mana Charge. Das wird nicht gut. Mach mal Mana Charge. Hyper Voice auch weh. Ich mach Flash jetzt. Ja, das ist heiß. Ja, hier hatte ich auch doppelt geboosteten Spezialangriff. Und es reicht nicht, um Star Sapphire zu töten. Die scheint auch relativ bulky zu sein. Du würdest sagen, mehr Weep-Scheiße, nice. Ja. Aber es ist ja, Weep-Scheiß ist ja sowieso schon so vom Begriff her so ein bisschen komisch, weißt du? Wenn du irgendwas Anime-Thematisches machst, ist direkt Weep-Scheiße. Toh, direkt Weep-Scheiße. Valkyria Chronicles, direkt Weep-Scheiße. Weißt du, Pokémon, also ganz ehrlich, wenn man es neutral betrachtet, ist Tohomon, weil Toho an sich so vom Konzept her einfach nur ein japanisches Spiel mit Cartoon-Grafik ist, mehr nicht, nicht mehr Weep-Scheiße als Pokémon. Pokémon ist halt bloß in der westlichen Kultur mehr angekommen, deswegen akzeptierter. Aber prinzipiell ist beides gleich viel Weep-Scheiße, wenn du es so definieren willst. Wer ist er hier eigentlich? Was ist mit dir los? Was? Wow! Möchtest du Felshagel lernen, ja? Ja, Victory nimmt das bestimmt auch noch. Ja, ist aber nicht STRB, ne? Nee, dann lieber nicht. Ja. Entschuldigung, wir kommen vielleicht irgendwann mal nochmal wieder, weil das ist keine schlechte Attacke.
Merkt ihr euch den mal, dass hier einer ist, der uns Felshagel beibringen will? Oder Steinhagel, Entschuldigung. Gini sagt, man bekommt auch durch die Lieblingsspiele eher Zuschauer, die diese Spiele mögen. Ganz genau das, ganz genau das. Das hat mich halt eine Zeit lang ein bisschen gestört, dass ich viel zu viele Civ-Zuschauer gekriegt habe. Nicht, weil ich Civ nicht mag oder so, sondern weil es einfach eine Zeit war, wo ich nicht ganz so viel Civ machen wollte. Aber dann einfach immer die ganze Zeit, wann kommt Civ, wann kommt Civ, wann kommt Civ. Ich meine, das kriege ich heute immer noch, aber inzwischen ist es mir halt wieder ein bisschen mehr egal. Das war einfach nur eine Zeit, wo ich halt auf andere Sachen gar kein Feedback gekriegt habe, gefühlt. Und nur auf Civ, und das hat mich ein bisschen gestört. Inzwischen kriege ich ja auf alles so mindestens ein paar Leute, die Bock auf alles haben. Der Ginyu ist zum Beispiel immer da und dafür danke ich ihm auch sehr. Danke, Ginyu, dass du immer da bist. Felsen haben wir auch weg. Ah, nicht so schon Level 50. Vielleicht soll ich mal wieder... Psychokinese, da ist es. Leute, da ist es. Da kann der Psybeam mal weg. Ich glaube... Adisus Moveset ist fertig, oder? Nehmen wir mal Chunchun, das ist Level 42. Und ihr Backsprite ist auch sehr fragwürdig. Ah, der Steinhagel-Junge steht auch bei Feuerrot. Chunchun, das sieht nicht gut aus, aber du hast auch nur halben Angriff gerade, ne? So, den packen wir jetzt mal nach vorne. Also Level 50 reicht mir bei Adisus eigentlich fürs Erste hin. Knife No, die ist 38. Ich weiß gar nicht, ob wir die leveln wollen, deswegen... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass ich Momji gerade im Team behalten will. Nehmen wir lieber Brennstoff wieder. Ich heile Brennstoff nochmal. Okay. Perfekt. Weißt du, und dann kommt einfach direkt jemand mit einem Pflanzenbonika. Mal Overheat. Kein Bock auf Aya. Suika, das kann ich mit Adisu nochmal machen. Ist ja nicht so, dass wir Adisu gerade nicht einsetzen können. Sie ist einfach bloß am höchsten vom Level her und deswegen möchte ich sie gerade nicht so viel einsetzen. Aber wenn jetzt hier einer mit drei Kampfboniker kommt, dann behalte ich das natürlich bei, ne? Oh, das war nicht sehr effektiv. Was hast du denn für ein Typ, Yuka? Ich dachte, du wärst Pflanze. Wahrscheinlich Pflanze und Milchter. Du magst Chunchuns Fähigkeit. Ja, definitiv. Wird immer noch Mario unter meinem Stream angezeigt. Oh mein Gott, ja. Entschuldigung. Kann ich Tohomon eingeben? Nein. Muss ich Toho eingeben? So, müsste jetzt besser sein. Flammenwurf. So, jetzt müssen wir gleich wieder wechseln. Ja, nice, sie brennt. Weil jetzt haben wir keine AP mehr. Würde wohl doch Adisu jetzt machen. Wir sind auch gleich draußen. Keine PP mehr auf Eis, schade. Wäre nämlich sehr effektiv auf die hier gewesen. Ich mache einen Mana Charge, den ich nicht angreifen kann. Oh, noch ein Psycho. Hopp! Wie macht das, wenn man sie tötet? Hopp! So. Ich will nochmal den Soundtrack von der Höhle hören, was da drin lief. Din, 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 din. Das ist ein gutes Lied. Das ist Parsi Stage Theme. The Bridge People No Longer Cross. Das ist ein echt gutes Lied. Den Rest vom Feldstunde machen wir jetzt mal, die Items da einsammeln zumindest, machen wir jetzt nochmal so. Ich sprühe mal einen Schutz, Moment. Das Lied sehr schön finde. Tomon hat echt einen super geilen Soundtrack, ne? Hier ist gar nichts mehr. Ich dachte, da wäre noch ein Item an der Seite. Unten noch? Oben noch? Nö, nee, ist gar nichts. So. Jetzt haben wir eine richtig heavy Route geskippt. Jetzt können wir auch normal weitermachen. Ich fühle mich ein bisschen schwindelig. Ich habe ganz schön lange nicht mehr gewandert. Naja, es geht so, dass die meisten anderen Spielen, mit meinen meisten anderen Spielen nichts anfangen kann. Noch nie von denen gehört hast. Aber wenn du jetzt eh gerade einen Stream hast, guckst du halt trotzdem manchmal rein und kannst auch neues Zeug kennenlernen. Das ist doch schön. Darauf hoffe ich doch auch. Ich erwarte doch auch von keinem, dass er was guckt, was er nicht gucken will. Aber ich würde mich halt freuen, wenn Leute sich auch mal was Neues angucken würden. Ne? Das ist ja nicht das Verkehrteste. Bei Infos ist es gleich. Ja, das dachte ich mir fast. Ja, ich habe keine Eisbeben-PP mehr. Ich glaube, dann mache ich einmal Mana-Charge. Takedown, ist das Body-Check? Das ist Body-Check, ne? Ja.
mit dem Recoil. Weil Flash nur 70 Base Damage hat. Ich meine, das Kampfteam ist ja auch schön, das kann man sich auch mal ein bisschen anhören. Haircutter. Gott sei Dank kann die hier nicht, wie heißt denn das normale? Nicht Haircutter, sondern. Das ist ja Windschnitt, ich meine Aeroas, genau. Weil Aeroas hat irgendwie jetzt einen Stahltyp hier in Tohomon. Und das wäre sehr effektiv auf Adisu, weil sie einen Eistyp hat. Und das wäre ein bisschen ekelig. Und hat da. Hat da. Nicht sehr effektiv. Aber Genauigkeit sinkt. Flash ist mega geil hier bei Tohomon. Ich meine, Flash allgemein zum Spam ist nicht schlecht. Wisch, ja, der geht nicht mehr durch. Der geht nicht mehr durch. Aber es ist halt einfach 70 Base Damage. Ist besser als Konfusion und senkt Genauigkeit. Das ist richtig gut. Da gehen hier auch. Manche Spieler habe ich bei ihm auch richtig angefixt. Vor allem Mario Maker 2 und Fire Emblem. Du hast tatsächlich wegen mir eine Switch gekauft. Krass. Nice. Ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich so viel Einfluss auf euch habe. Bei Dark Souls hat RSG auch null Plan, was gerade passiert, aber es war trotzdem witzig, vor allem durchs Trinkspiel. Dark Souls ist sowieso Tom der Wanderer. Jetzt nicht, wollte ich sagen. Ja, leck mich doch. Tom der Wanderer wieder, ey. Mit seiner Yo-Mama. Und den Einflusshabenden, ja. Das reicht nicht. Aber ganz knapp. Sludge. Aber das ist mir egal. Das dürfte ja. Wenn es mich vergiftet hätte, wäre es nicht egal gewesen, aber sowas okay. Aber ich glaube, Sludge kann nicht vergiften, oder? Ne, das ist Schlammbombe, doch, das kann vergiften. Säure, die schwache Attacke davon, die kann nicht vergiften. Die hat bloß den Effekt, dass du deine Spezialverteidigung. Was, Spezialverteidigung oder normale Verteidigung? Ich glaube, Spezialverteidigung verlierst. Wenn es dich trifft. Oder normale? Ich glaube, normale. Macht doch mehr Sinn, dass es physische Verteidigung ist, wenn du angesäuert bist. Da ätzt dir ja die Rüstung weg, sozusagen. Haha, ich lache. Hahaha. Ich musste niesen. Willst du mich verarschen? Yo! Ich bin Tom der Wanderer! Unter Mountain bin ich wieder da! Hast gedacht, du bist jetzt durch? Jetzt hör mal zu, du kleiner Lurch! Ich fix dich an, ich flex dich weg! Und dann gebe ich Bodycheck! Jetzt hau rein und Sarah raus! Das ist nämlich meine kleine süße Maus! Ja, das ist meine Adisu. Adisu, Adisu, we don't like the Kabizu. Los geht's. Hau sie weg. Ich bin Tom der Wanderer. Mal bin ich hier, mal bin ich da, aber hauptsächlich bin ich hier drüben. So, Sarah. Ich habe noch zwei Angriffe und jetzt habe ich einen da versemmelt. Ja. Submission, unterwirf mich halt. Ich stehe da drauf. Hat sie sich selber umgebracht, reicht also trotzdem sehr schön. Letty, das schafft Adisu nicht mit einem Schlag. Mama Fiktri. Fiktri hat Erdbeben. Das dürfte ganz gut funktionieren gegen Stahlei. Was, Stahlei? Ich glaube Steineis oder Stahleis? Eins von beiden. Dürfte in beiden Fällen ganz gut funktionieren. Ab geht es. Los, Fiktri. Hey, yo, Motherfuckers. Ich bin da irgendwie falsch mit dem Typ gerade. Kann das sein? Fiktri ist paralysiert. Nee, warte mal, Boden auf Eis ist doch nicht gut. Ich bin doch blöd, ist genau andersrum. Ich dachte irgendwie, sie wäre Stein-Stahl. So habe ich das gedacht, aber das ist ja... Ich bin völlig durch den Wind. Sie ist auf jeden Fall ein Eistyp. Ich bin bescheuert. Ich mache jetzt Ampelleuchte. Weil ich bin auch so eine Leuchte. Ich meine, Single Beam auch mal einfach mit Ampelleuchte übersetzt. Das ist auch schön. Tobi erinnert sich sowohl noch an das Video von Tom als auch an Ghetto Boost. Das ist schön. Ich werde an den 2012 Weltrettungsstream erinnerst du dich nicht mehr, oder? Da, wo Tom der Wanderer erstellt wurde. So. Tom war noch nie der beste Boneka-Trainer. Nachdem er allerdings seine Rap-Karriere nicht hingehauen hat, wurde er von Marvin Motherfucker Grossberg verdrängt. Muss er ja mit irgendwas die Leere in seinem Leben füllen. Ja, richtig. So. Jetzt müssen wir aber erstmal noch eine Teamaufstellung machen, bevor wir weiterspielen. Wir haben jetzt auf jeden Fall die auf jeden Fall im Team bleiben, schon mal gut gelevelt. Wer auf jeden Fall wieder zurück ins Team kommen muss, wirklich muss, ganz ohne Wahl. Wo ist sie denn? Wo ist Kleingeld? Da ist Kleingeld. Level 44, das ist ganz gut. Können wir die als nächstes weiter leveln. Wen schmeißen wir dafür raus? Momji erstmal, ne? Die ist auch am niedrigsten vom Level. Momji war halt bloß unsere Major Bob-Umgeherin und vor allem unser Zerschneider-Bonika, das man immer mal wieder reinnehmen kann. Du erntest Spott, du erntest Hund und Boris ist ein Ja. Damit habe ich dich richtig gekillt, Chris, ne? Damit habe ich dich richtig gekillt.
Ja, Chris, du musst ja auch einfach die guten alten Sachen alle löschen, ne? So. Chun-Chun. Oder Kleingeld. Ich glaube erstmal Chun-Chun. So, ich denke, bevor wir den Turm machen, machen wir erstmal das Team Rocket-Versteck. Der Emulator hat sich eingefroren. Sauber. Sauber. Weil ich nicht gespeichert habe. Durchaus vertretbar. Ah, ne. Irgendwie ist er nur gefreezed. Ja, es klingt sich heute aus. Euch ist noch viel Spaß. Hier sieht man den Zerschneider auch richtig an. Ja. Und du erinnerst dich auch noch an den Ghetto-Boris Twitter-Account. Ja, der war auch was. Die Musik ist auch schon wieder richtig schön. An Weihnachten ist scheiße, kommt es zwar nicht ran, aber war klasse. Echt, ich fand Boris lustiger als Weihnachten ist scheiße. Aber mit Weihnachten ist scheiße habe ich, glaube ich, dich richtig gekillt, oder Chris? So, Yuri Julia. Dann speicher jetzt. Ja, nee, ich bin mutig. Ich speichere jetzt gleich, keine Sorge. So, dann haben wir kurz mal den Stream auf dem Handy aufgemacht. So, warte, wir machen mal wieder Musik. Ich glaube, die Route machen wir nochmal geskibbelt. Schlaf schon, RSGE. Oh, das ist gut gemacht, schon. Follow me, ich follow dir. Du haust mir auf die Kauleiste. Chun-Chun's Stat geht auch ganz gut hoch. So. Memo an mich selber. Das ist ab und zu mal Spiel speichern. Der Ghetto-Boris-Account ist noch in deiner Follower-Liste. Sehr schön. Kommst du in den noch rein? Ich nehme mich nicht mehr. Das ist ein bisschen eklig, ein Psychotyp. Oh, der Charmbolzen, ey. Nee. Danke. Ja, Chun-Chun, die kriegt gerade ein bisschen zu doll aufs Gesicht. Aber dafür haben wir gerade irgendwie 6000 Geld gekriegt. Das ist schon nicht schlecht. So, nochmal heilen. Wir können auch mal gucken, was es hier für wilde Bonika gibt. Bestimmt was Schönes. Ich guck mal. War ja gar kein Zerschneider mehr. Aber war ja schlau gemacht, ne? Wir haben mitgedacht hier heute. Ich glaube, wir packen mal, Moment. Wir hatten gerade das höchste Level. Ich glaube, Adisu, die kann da ganz kurz warten. Haben wir hier Mystia? Das ist nicht interessant. Ja, ich will halt wissen, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Noch mehr Mystia. Die wir nicht one-shotten. Chun-Chun, das ist traurig. Gibt es doch bestimmt noch was anderes außer Mystia, oder? Nee. So, Endlevel geschafft. Hier gibt es Mailing noch. Mystia und Mailing. Das ist jetzt nicht die geilste Combo. Ich glaube, hier finde ich einen Shiny, bevor ich irgendwas anderes als die beiden finde. Oh, Yumemi. Da, schaut mal einer an. Die bekämpfen wir nochmal. Die will ich fangen. Machen wir mal Crush Claw. Ja, das sieht gut aus. Das tut weh. So, ich glaube, da werfe ich auch einen guten Ball. Der gute Ball mit Stückchen. Los geht's. Chun-Chun sieht von hinten aus, als hätte sie ein Rinachan-Bordo auf und würde uns gleich was vorsingen. Weißt du, ich glaube, darauf basiert ihr Design auch so ein bisschen. Nicht direkt auf Rina, aber auf sie würde uns was vorsingen. Na los! Na los! Ja! Das ist nicht mal meine Ahnung, wie die Mailadresse dazu war, okay. Idoldex, yeah! Yumemi ist ein Professor, die nach der geheimen Kraft der Magie sucht. Ja. Professor Chaos. Doktor Dödel. So, ich glaube, das war wahrscheinlich der Ran-Counter für die Route.
Dann können wir uns ja auch wieder verzwiebeln und die Trainer machen. Hallo. Stahltüten, ekelig. Ja, es bleibt bei Stahltüten. 33 neue Level, eben heute mal gemacht. Nice. Gut gemacht, Gaudi-Mann. Ich bin stolz auf dich. Mama wäre auch stolz. Ah, Doppelkampf. Ich glaube, die Shizuha hat nicht so viel ausgehalten wie die andere. Minoriku, die war schon instant tot. Oh, das ist auch wieder ein bisschen hohes Level, ne? Ich glaube, das machen wir mal so. Reingeld, du? Reingeld, du. Level 45, sehr schön. Ich mag Racen. Ja, da ist Racen. Da ist in der Tat Racen. Racen hat uns im Schlaf gesungen. Die Top-Genesung. Das wäre jetzt eigentlich Power-Move, ne? Mach ich mal. Was will er machen? Was willst du machen? Gar nichts. Invisible FM. Da steht für Full Metal. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. So, weiter. Einmal drauf. Ich brenne, verdammte Scheiße, ich brenne. Ich hätte ja noch einen Schambolzen, ey. Es wird nicht besser. Es wird gerade echt nicht besser. 45, yeah. Das war Weatherball. 50 Base Damage. Hängt vom Wetter ab. Ja, das kannst du dir gerne mal sonst wo hinschieben. So gelinde gesagt, nein. Pivot-Jibbit. Ja, nice. Ich brenne. Ich bin vergiftet. Nimm dir einen Status-Effekt. Jetzt muss ich wieder heilen gehen, ey. Eduardo. Chris, ich mag Reisen, aber es ist schwierig, wenn die Grenzen dicht sind. Guck mal, der hat auch eine Mystia. War so eine crappige, nicht entwickelte. Haha. Oh nein, Ishirno. Hey, Ishirno. Das hat wehgetan. Das hat noch mehr wehgetan. Ich hoffe, das tut ihr weh. Ich zünde jetzt einfach alles an, was sie hat. Pech gehabt. Einfach alles anzünden. Das ist, glaube ich, gerade das Mittel von Wahl so. Alles anzünden. Passt. Gewonnen. Ja, guck mal, er mit seinem Fahrrad hier. Hallo, Hina. Was soll denn da? Es hätte Brickbreak machen sollen. Das Problem ist ja ein Gift-Typ. Weil ich jetzt nicht unbedingt mit einer Kampfattacke reingehen. Was ist das für ein Typ? Hat er vielleicht auch ein Unlicht-Typ? Dann wäre es wieder gut gewesen. Ist der gerade Big Brother? Ne, Biker. Big Brother Jared habe ich gelesen. Brickbreak. Yeah. Rock Slide. Yeah. Yo Mama. Was geht ab? Ich habe keine AP mehr. Ich ging irgendwie viel zu schnell. Irgendwie hätte ich mir gerade voll den Arsch aufgerissen. Kann das sein? Kann das sein? Ja, das kann sogar sein. Ich glaube, Kleingeld muss auch mal ein bisschen leveln. Kleingeld, du mal nach vorne, bitte. Was macht er denn hier? Hallo? Vor allem nicht shiny war die crappige, richtig, Chris, richtig. Satori. Ricola. Genau so ist es hier. Hier lag doch irgendwo ein Item, oder? Nicht? Ja, auf jeden Fall in diesem Untergrundtunnel gibt es 1 Million Items. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die liegen, aber die sind hier irgendwo. Nice, Alter, geil. Feuer, Alter, wird immer besser. Wir müssen jetzt auf jeden Fall so lange der Spieler zacken, bis wir das Bonika für 9,99. Ja, auf jeden Fall, das machen wir jetzt. Los geht's. Da bin ich dabei. Muss ich da wieder Voltfalle spielen? Gibt's die hier schon? Ich hole noch kurz ein Level-Up für Kleingeld hier. 47 klingt gut. Ich frage mich, was der Evoli-Ersatz ist. Oh, Mega-Kick. Der ist mega daneben gegangen. Aber wenn er trifft, dann trifft er richtig. Den normalen Slot-Dinger verflixt.
47. So. Einmal heilen. Voltfall ist Abfall. Voltfall ist geil, okay. Ich bin einfach der Voltfallen-Junkie. Ich mach's den ganzen Tag, jeden Tag. So, einmal weg damit. Nehmen wir erstmal das Eboli ab. Das können wir jetzt auch wieder mit normaler Speed machen. Eta. Ich bin auch gespannt, was das ist. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Es gibt auch kein Evoli-artiges Boneka. Also es gibt nichts, was genauso funktioniert. Wahrscheinlich was total Bescheidenes. Ja, ich glaub's auch fast. Wir gucken mal. Ich weiß alles. Der weiß alles, Leute. Der weiß alles. Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Das habe ich an die Tafel geschrieben. Ich habe einen Game Boy Advance. Ja, ich auch. Carson. Das ist sogar interessant. Carson. Die ist ein Hermit und lebt in den Bergen, ne? Also wenn ich die jetzt nicht Holzmichel nenne, wen nenne ich dann Holzmichel? Schauen wir es uns mal an. Das ist der Holzmichel. Na, Holzmichel, geht's dir gut? Only Strength prevents Attack Reduction. Ich glaube, das hat Suika auch, oder? Suika ist leider auch mein Lieblings-Oni, das heißt, Carson wird nicht ins Team kommen. Yep. Ja. Aber das ist gar nicht schlecht. Du liebst die Melodie hier in der Stadt. Du musst dringend in deine Playlist. Mal schauen, ob du das findest. Da ist kein Elend Holzmichel. Holzmichel schreibt man ohne E. Da, da, da. Ich kann dir da gerne das Originallied später schicken, wenn du magst, Chris, wenn du mich daran erinnerst. Habe ich geheilt? Ja, aber ich habe den Holzmichel im Team, der kommt jetzt raus. Holzmichel hat Bodendrache, interessant. Ja, das ist halt der interessante Teil daran. Das Problem ist, Holzmichel entwickelt sich nicht mehr. Holzmichel ist so ein Relaxo-Ding. Es gibt aber gleich was anderes, dann haben wir endlich mal einen Elektroboniker im Team. Wartet mal ab. Der Windows-Sound gerade bei mir? Ja. Meine Maus habe ich gerade aus Versehen rausgezogen. Bin doof. Was geht ab, South Park? Habt ihr Bock auf Zock? Ich hab Bock auf Zock. Willkommen. Du kannst deine Münzen gegen Preise tauschen. Willkommen. Hast du Münzen? Kannst du welche kaufen? Oh, du hast keinen Münzkorb. Ich muss einen Münzkorb holen. Okay, ich komme aber gleich wieder. Und dann habe ich Bock auf Zock, Leute. So, hier drin, ne? Ja. Der dicke Typ hier. Na, du alter Säufer. Lach mich aus, ich habe kein Geld mehr hier. Ich brauche den nicht mehr. Danke. So, jetzt habe ich Bock auf Zock, Leute. Habt ihr Bock auf Zock? Ich habe Bock auf Zock, Leute. Erstmal sammle ich einfach die Münzen an, die auf dem Fußboden liegen. Das ist zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das ist übrigens der Arena-Leiter-Typ. Spiele machen gruselig. Ich verliere immer. Ich mag Kinder nicht. Ich mag dich nicht. Ich hasse diese Schäse. So, gib mir Geld. Oder andersrum, gib mir Münzen. Ja, ich glaube, ich mal 500. Das reicht. Damit gewinnen wir gleich. Willst du ein paar Münzen haben? Nee. Hey, geh, Münzen und weg. Münzen und weg. Ich will keinen Ärger. Münzen und weg. Suche ich einfach nach Kleingeld. Richtig, Ginyu. Ginyu versteht das. Mann der Stunde. So, ich speichere nochmal. Dann mache ich gleich auch noch ein Safe State. Und dann Safe-Scammen wir nämlich. Und ihr habt keinen Bock. Pass mal auf, ich zeig euch, was wir hier kaufen können erstmal, damit ihr wisst, worum es hier geht, ja? Also, wir können hier natürlich erstmal so diese ganzen Items holen, die sind völlig egal. Wir können hier, genau, hier, das ist darum es geht, deswegen zeige ich euch das hier nochmal. Wir können uns halt hier noch ein paar TMs holen. Da sind sogar ein paar gute dabei. Ich glaube, da sind Blizzard und Donnerblitz und so dabei. Das ist auch viel wert.
später vielleicht, aber was wir hier wollen, also Zerin ist egal, Zewivit haben wir schon, Isami, Satsuki und Miku, die wollen wir haben, hauptsächlich Miku, Isami und Satsuki vielleicht wann anders, aber wir wollen hauptsächlich erstmal eine Miku haben, am besten zwei, weil wir später eine Miku noch tauschen können gegen was anderes, aber ich will Miku auch benutzen, das heißt wir brauchen praktisch zweimal Miku, das heißt wir brauchen 20.000 Coins. Tendenziell brauchst du 19.998 Coins, True. Ja, halt die Fresse. Genau, und deswegen sind wir hier. Eisstrahl ist da auch dabei, ne? Ja, also wir haben ja schon gute Sachen. Aber Alice kann Eisstrahl schon, deswegen ist es egal. So. Und um das jetzt zu machen, brauche ich meine Saves jetzt erstmal wieder auf den Schultertasten. Ich muss meine Maus wieder reinstecken, damit ich überhaupt irgendwas machen kann. So, Maus, hast du wieder Bock? Hast du wieder Bock, okay. So, jetzt muss ich mal kurz hier mein Gamepad einstellen. Joypad, Configure 1... Mal. L, R ist eingestellt, okay. Dann habe ich nämlich noch die beiden L2, R2 Tasten hier übrig. Und die werde ich jetzt gleich dann einfach nutzen, um Emulator, Moment. Wo sind die Hotkeys? Motion Configure, was ist das denn? Nichts, was ich nehmen möchte, nein. Default Drop Configure, Filter. Wo kann ich denn hier Save States auf dem Hotkey legen? Emulator, Save Type, das ist nicht richtig, nee. Oder geht das hier nur mit F1 und so? Egal, dann machen wir es halt normal. Das geht schon. Möchtest spielen? Ja, möchte. Hab Bock. Hab richtig Bock. Leute, ihr habt Bock. So, seid ihr bereit? Erstmal, bam. Das war nicht richtig übrigens. Moment. Da muss ich glaube ich mal ein Reset machen. Entschuldigung. Oh oh. Oh oh. Wie bin ich hierher gekommen? Oh oh. Leute. Ich glaube. Das gefällt euch jetzt nicht. Der hat den Save-File dadurch überschrieben. Scheiße. Aber hier steht, ich soll F1 drücken. Hab ich gemacht. Alter, nee. Jetzt ist alles weg. Ich geh kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Ich guck mal, ob ich den Save-File doch irgendwo noch hab. So, und das alles nur, weil er mich nicht auf den Schultertasten safe staten lässt. Wartet mal. Wenn ich Glück habe, ist es noch da. Moment. Laden. Ja, nach Datum sortieren. 24.03. ist die letzte SGM-Datei. Wann waren denn die hier? Februar. Nee, ich glaube, das könnte jetzt sogar wirklich weg sein. Geil. Das habe ich ja gut gemacht. RIP. Das ist mehr als suboptimal. Ach Quatsch, das geht noch. So Leute, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Ich habe da nochmal was Schönes für euch. Keine Sorge, ich weiß, wo der Speed-Knopf ist. Das ist ja jetzt eine Frage von einer halben Stunde, das durchzuspeeden. Guck mal, nicht Shiny Alfie-Chan, Chris. Die gibt's auch übrigens. Nicht Shiny Alfie-Chan. Das ist ja jetzt wirklich... Das war jetzt eine Dreiviertelstunde maximal, die wir hier gebraucht haben. Also es ist jetzt nicht das größte Drama von Welt. Außer ich bleibe ja an jeder Ecke hängen. Dann natürlich schon.
Nochmal durch den Fels. Vielleicht finden wir ja unterwegs ein Shiny, ne? Wir müssen auch positiv sehen. Ich speed jetzt halt einfach alles, ne? Das ist hoffentlich klar. So. Wie schön, dass du jetzt auch mal Clip machen konntest. Ich kann Carson jetzt skippen. Ne, ich will die ja schon noch haben für den Dex. Ich will meine Chance auf den EP-Teiler nicht verringern. Ach, Mist, ja. Schon wieder nicht mitgedacht. Ich glaube, ich möchte jetzt schon Adis zu leveln, dass wir die später auf die Box tun können. Die lernt ja vor allem Psychokinese auf 48 oder was das war. Die soll sie auch haben. Die soll sie auch haben. Jo, Mama einfach. Ich hätte gern ein Bier. Bist du nicht 4 Jahre alt? Ein Bier, bitte. Jo, Mimi muss auch wieder gefangen werden. Ja, es war ja nicht viel Progress wirklich. So, machen wir. Bist du nicht 4 Jahre alt? Was reimt sich auf 4? Bier, gib jetzt ein Bier, bitte. Na, ein Level, glaube ich, noch. Mist. Ja, dachte ich mir auch gerade, Letty. So. Hahaha, du mich auch. So, Body Slam. Erstmal Body Slam. Großein kommt später. So, ich glaube, wir müssen aber auch dringend, weil Brennstoff nur 44 ist. Wir hatten ja Brennstoff gut gelevelt. Müssen wir das auch nochmal machen. Brennstoff braucht das. Ah, warte, Puls. Ah Mist, die Marissas noch nicht voll entwickelt. Voll entwickelte Marissas haben nämlich einen Feuertyp, aber die mittleren noch nicht. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, weiter so. Warte mal, ich... Okay, hier, bitte. Das ist einfach jetzt ein bisschen nervig mit Brennstoff. Geht aber. Mal geswaggert. Ja, komm. Dann halt so. Dann halt so. Ja. Das kann ich durchaus auch, wenn ich soll. Vielleicht schon jetzt schon mal leveln. Ist gar nicht so verkehrt. Ah ja, gibt's sie. Die haben wir doch gar nicht. Ja, ist auch tot jetzt. Ah ja, will ich auch gar nicht haben. Verratet ihr das aber nicht. Bei der normalen Letty hast du zuerst gedacht, dass sie voll die Oberweite hat. Oder das war nur ihr Cape hinten. Gaudi, Mann, worauf du schon wieder so achtest, ist echt erschreckend. Ether nehmen wir mal mit. Wir sind zwar nicht von der Ether Foundation, aber trotzdem. Haha. So. Yamame. Noch mehr Yamame. Yamame lebt noch. Schoko-Zitrone schmelzen. Aber weißt du, die E-Form dann one-shotten, ne? Ist richtig. So, Schoko-Zitrone schmelzen. Hier nochmal kurz gucken, vielleicht kommt dir hier noch was Schönes. Hatate? Hatate fange ich. Ich sagte, die fange ich. Ich sagte, die fange ich. Wird immer besser, merkt er? Ich sagte, die fange ich. Oh. Hätte ich auscallen sollen. Tut mir leid, Hatate. Siehste, geht doch. Ja, die schreibt Dinge übers Rausgehen. Draußen böse. Draußen böse. Zuhaus. Zuhaus. Zuhus. Zuhus. Seht ihr, haben wir jetzt schon wieder Progress gemacht, den wir vorher nicht hatten. Leute, das geht alles ganz easy. Also muss man sich aber nicht so anstellen. Ich
Speicher nie wieder. Das kommt halt davon, wenn du in der Spielhalle bescheißen willst, ne? Kriegst du direkt einen Einlauf. So, Psydeam. Lernst du echt auf 50 erst? Haben wir echt schon auf 50 gerade mit Adisu? Scheinbar. Mal heilen. Ich mach heil und geil. Ja. Ja. Heil und geil. So. Racen! Tay 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 tay. Mach das Lichtlein an. So, Licht ist an. Suika, Suika. Rikako. Siehst du auch nicht so oft, ne? Warum hat die Handschellen dabei? Kannst du die bitte wieder woanders hin tun, Ashton? Wollen wir gar nicht mit anfangen mit dem Spaß, den du hier schon wieder irgendwie geplant hast. Da halten wir uns komplett raus. So meine Ansicht dazu der ganzen Sache. Dass wir jetzt einfach aus Ashtons Nummer da komplett raushalten, wenn es geht. Oh, das hat wehgetan. Schon? Was ist das denn jetzt? Ist auf jeden Fall gezwiebelt. Haben wir noch einen Wiederbeleber hier? Eine Reviver? Ah, einen haben wir noch. Mama. Ich hätte auch gern. Da. Waterpult. Haben wir jetzt Overheat? Ja. Sunny Day Song behalten war. Fire Spin kann weg. Oh, das neue Revive. Perfekt! Als wenn die das gerochen hätten. Das ist blöd angeeckt. Ja. Willst du Team Rocket in ihre eigenen Spieler bescheißen, kriegst einen Schuss in den Ofen. Richtig, Chris. Raymu ist tot. Muss Adisu auch gleich noch ein bisschen trainieren. Die muss auf jeden Fall noch ihre Psychokinese lernen. Das kommt ja auf jeden Fall mit. Ohne machen wir das ja nicht. Ah, Marissa. Ziemlich A. So, P-Riggle wird auch angezündet. Einfach alles anzünden hier. Zack, 47. Cosplayer Steve, das war wohl nix. Dass sie den Supernut in Cosplayer umbenannt haben, ist auch so eine Nummer, ne? Moin, Tom. Ah, Yugi. Vielleicht Overheat machen sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ja, Adisu. Holst du dir halt Free XP. Nice. Adisu, nach vorne. Du. Yugi. Muto. Und der Pharao. Sind beides tolle Anime-Charaktere. So, Sarah wieder. Sarah wieder weg. Iku wieder. Iku nicht weg. Iku verwirrt. Iku aua. Iku wieder weg. So, ein Kampf noch. Kleine Alice möchte gerne aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Ich ecke hier gerade irgendwie die ganze Zeit an. Und Tom der Wanderer. Und die sind ja auch überall, ne? Die wirst du nicht los. Eiswind. So, hoffe ich. Ja, Psychokinese nehme ich. Können wir gleich mal ausprobieren, den Spaß. Das zwiebelt jetzt schon ganz schön. Wenn das Letty auf Spezialverteidigung spezialisiert ist, hat er schon ganz schön wehgetan. So, jetzt können wir wieder anders nach vorne packen. Exitus, ja, Exitus 47. Das machen wir, da machen wir auch nochmal 50 draus, würde ich sagen. Zack. Das Coole ist halt einfach, dass Suika selber eine Kampfschwäche hat, ne, mit ihrem Typ. Weil es ist halt generell nicht so cool, wenn du gegen sie kämpfst. Wenn du selbst gegen Kampftypen kämpfst mit ihr. Aber es ist halt ziemlich cool so als Konzept, ne? Du hast einen Kampftyp, der selber schwach gegen Kampf ist. Das sieht dann so aus. Ja, das tut weh. Tut mir leid, Oliver. Ach, die ist Psycho, ne? Ich dachte gerade irgendwie, wäre Unlicht. Escape. Nur weil sie kleiner Teufel heißt, heißt das nicht, dass sie böse ist. Böse! Ich meine, Price, das Lied ist 15 Minuten lang und es läuft noch. Und jetzt sind wir schon wieder durch den Felsturm praktisch durch. Also das dauert hier echt nicht lange. Hier oben war nichts, ne? Nee. Ist auch nichts. So, die kriegt jetzt eine gezwiebelt. Die sogar überlebt. Kriegt noch eine gezwiebelt, so. Aya kriegt auch eine gezwiebelt. Von oben.
ist natürlich auch das Problem, ne, dass du halt mit deinem Typ auch irgendwie immer gegen die Typen schwach bist, gegen die du eigentlich vorgehen willst in Zuika. Weil Flugtyp ist ja eigentlich den, den du angreifen willst, aber die können dich auch gut angreifen. Kampftypen kriegst du nicht gut weg, aber die hauen dich weg. Und die sind komisch. Rockslide. Ach ja, er ist ja hier selber unterwegs, der Rockslide-Junge. Ich bin der Rockslide-Junge. Hallo Rockslide-Junge. Exitus noch auf 49 ziehen und dann wechseln wir wieder. Ein Max-Ether. Da sag ich nicht nein. Da sag ich definitiv nicht nein. So. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Ancient Power. Ich meine, dadurch Stats boosten, wenn es denn mal klappt. Aber ich glaube, die Chance ist nur 10%. Und Rock Blast haut halt richtig rein. Ich glaube, ich nehme es, glaube ich, gar nicht, ja. Ah, ich glaube, wir bleiben einfach beim alten Moveset. Sogar ganz gut, dass der Reset jetzt war. Aha, kannst du mich besiegen? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich doch. Ja, das ist blöd. Aber so. Hihi, bin tot. So, tut schon. Viel Schlag. Chun-Chun hat die Lesbienfähigkeit. Ja, ja. Ring Attack, da freuen sich die ganzen Suikas. Wird schon einen B-Gegner, wenn du das noch schaffst, dann bist du 44. Ja, ne? War ein guter Versuch, ne? Ist schon. Ah, die Suik. Nett, dass wir es probiert haben, so. Insgesamt. Psycho! Mehr Psycho! Psycho kaputt. So, und rein. Und raus. Ich fick die echt trainieren? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Mal mit Adisu. Nicht mit Knife, no. Mit Adisu. Adisu, Adisu, Psychokinese. Sag mal du. Ice Beam. Nice Beam, 51. Tschüss, Lea. Hallo, Ariana. Ach, ich dachte, ich darf Adisu, ja. Ich würde mal fast behaupten, dass Fiktri gerade die ganzen XP leecht, die Fiktri eigentlich gar nicht kriegen soll. So, Ice Beam. Nice Beam. So. Zika. Der hat das Flash, glaube ich, getan. Flash tut es wahrscheinlich bei der hier immer noch, ja. Aber gut, war auch ein Crit. Aber war, hätte sie wahrscheinlich trotzdem nicht so viel genommen. Aber, ja genau, aber ich glaube, Fiktri kann gerade mal die ganzen wilden Boniker kaputt hauen. Das sind die EP, die vermisst, glaube ich, keiner. Perle. Oh, Fiktri, das ist auch meine Perle, die Kleine. Bip, bip. Dick. Und nochmal dick. Bip, bip, bip. Rot. Ich hab nicht gesehen, was jetzt kommt, aber Adisu macht das schon. Adisu hat's ja drauf. Dann sage ich ja, guck hier, weg, tot, kaputt. Und Hatate, hier mal ein. Easy. Gut gemacht, Adisu. So, da sind wir draußen. Hi. Piep, boop, piep, boop. Ey, ey. Du Schlingel. Aya. Aya, Aya, Aya. Was machen wir nur mit Aya? Aya ärgert immer. Adisu Level 52. Na, Tommy? Yo, Mama. Und Seiyugi, das flashen wir. So, ein Tommy noch und dann sind wir durch. Tommy 2. Das ist Tommy 2 hier. Flash. Oh, noch ein Flash. Oh, noch ein Flash. Oh, noch ein Flash. Flash, 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 Flash. Nice, nice, nice. Ach, nee. Hey, Junge. Hey, Junge. Hast du schon meine Baby-Suika gesehen? Ja, habe ich. Da, danke. Hat der nicht einen Dodri im normalen Spiel? Warum hat er jetzt so Chibi-Dinger? Ich glaube, das ist der Typ mit dem Dodri. Ich heil mal. So, und jetzt kann ich Adisu wegpacken. Fürs Erste. Und wir Kleingeld wieder leveln können. So, jetzt müssen wir nur noch Yumemi nochmal fangen. Und dann haben wir es eigentlich hier fast. Dann die Route hier müssen wir noch durchziehen. Aber wir kommen ja gut durch. So, Kleingeld wird jetzt mal gelevelt. Hey ha, follow me, passt schon, ich follow dir. Zwiebel dich weg, Tay. 45. Oh, die hält ganz schön was aus. Mach ich mal Megakick. Passt. Dann schlaf ich. Jetzt schlaf ich, ey. Was soll denn das? Ich will doch nur gewinnen. Äh.
Weg. Böser Opa. Hör auf, deine Stahltypen rauszuholen. Ist egal. Böser, böser Opa. Den deabonnieren wir direkt. Chen gibt's hier. Ja, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Kleingeld freut sich. Der macht gar nicht so viel Schaden, ne? Ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie als L-Raymu dann ein bisschen mehr aufräumt. Na, wofür investieren wir sonst in sie? Also, dass manche Chibis das hier teilweise überleben, das ist halt schon irgendwie traurig. Halt die Mailings, ne? 46. Die ganze Welt von Toho geht vor die Hunde. Mies Sleepy. Jemand wirft meinen Schrein kein Kleingeld in die Büchse. Me away, Greymu. Ja, genau. Ah. Ah. Müssen wir wechseln. Wir haben vorne leider keine AP mehr. Aber schon. Die freut sich auch. 44. Ah, ich glaube, den Rare Spawn, den wir hier eben hatten, der war wirklich rare. So 5% rare. Das Gefühl. So, ich pull eine Uhr an einem Solo-Yolo. Rare war die. Meine Chunchun freut sich gerade ein bisschen. Rare. Ja, ansonsten, Yumemi kommt nicht ins Team, sonst kneifen wir uns das ja einfach. Wenn Chunchun noch ein Level-Up hat, bevor hier irgendwas passiert, dann lassen wir das hier sein. Das sieht nämlich gerade nicht sehr bedeutend aus. Ah, schon wieder ein halbes Level-Up. Momji, haut mir auf die Schnauze. Crush Claw gemacht, das macht nämlich mehr Schaden als Wing Attack. Außer die Mailing ist ein Kampftyp, ne? Dann natürlich nicht. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube wirklich, das wird nichts mehr. Nee. Nee, ich glaube, die sehen wir nicht nochmal wieder. Price ist jetzt auch gleich vorbei. Extreme Speed! Extrem! Weatherball, jetzt kannst du vergessen, das wollen wir nicht haben. So, was kommt als nächstes? Ah, nee, Arc will ich jetzt nicht hören. Na, ich hab gesagt nein! Ich gebe euch jetzt mal das hier. Ach ja, die mag racen. Die Clips sind fertig, wie schön. Die schaue ich mir danach alle mal an. Ich bin gespannt. Welchen Megatritt hier, ja, genau. Ishirno, okay, das. Kaputt. Ich treffe halt auch gerade nicht, ne? Kaputt. Nicht kaputt, interessant. Kaputt. Ich bin ja fast wieder da. Ja, es war halt wirklich nie so viel. Wenn wir denken, dass diese Passage hier ohne Speeden halt irgendwie immer so 2-3 Stunden dauert, ist halt schon bitter, ne? Doppelt hintereinander Protect machen ist schon ziemlich feige, ne, Hina? Wenn wir mal drüber reden wollen. Blöde Sau, ey. Mich Erdbeben, ganz ehrlich. Einfach nur, weil ich es kann. Danke, Victory.
Mit Brennstoff bist du nur Level 47. Ich glaube, Brennstoff haben wir jetzt gerade ein bisschen weniger trainiert als vorher. Dann wird Brennstoff jetzt erstmal in Einsatz kommen. Ich habe 48, das ist mal wieder gut. So ist gut. Hau sie alle weg. Zünd sie alle an. Die auch. Ja, alle. 49, sehr schön. Seht ihr, das läuft wieder. Schön, schön. Alle brennen sie. Kampfwander wäre halt schön, aber ich glaube, den brauchen wir gerade nicht. Hier gab es auch nichts Interessantes, ne? Nee, ist egal, wir heilen. Ich speichere auch gleich als erstes mit einem Save-State, bevor ich irgendwas anderes mache. So, wir holen uns mal den Holzmichel wieder. Wie er einfach vom Tisch klaut, ne? Es liegt da einfach, nur ich nehm's mit. Der Typ weiß alles, der weiß bloß nicht, dass ich ihm das geklaut habe, hat er nicht mitgekriegt. Besoffener Typ, ey. Bin wieder oben. Das ist ja lustig, wie das funktioniert, ne? So, keine Sorge, wir bescheißen gleich trotzdem in der Spielhalle. Jetzt haben sie mich gehuckt, ey. So, jetzt kann Adisu auch wieder ins Team. Jetzt mache ich gleich den Doppel-Triple-Chef-Save-State hier. Wartet's mal ab. Dann will ich das Geld von denen wieder haben. Ich dachte, ich will euer Geld haben. So. Als allererstes normales Speichern, was nicht sehr sicher ist, wie wir schon festgestellt haben. Dann in Safe State. Und dann noch einen Safe State. Und jetzt bescheißen wir. Das ist erstmal ein Super Turbo hier. Ich bescheiß noch gar nicht, ne? Gewinne ich oder verliere ich gerade? Wahrscheinlich zweiteres. Ja, das ist weniger Geld. Nice! Dauert das lange, ey. Kampffahren wäre irgendwie geiler, da kann man sich das Geld einfach kaufen. Wie gibt eigentlich das R? 100, okay. R für Team Rocket. Ich weiß, dass man das hier bescheißen kann. Wo immer der Kampffahren da ist. Ich weiß, wo der ist. Den könnten wir inzwischen, glaube ich, sogar holen. Dann müssen wir bloß an Tenshi vorbei. Eher für richtig viele Münzen, richtig. Dann wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das einfach. Gehen wir jetzt erstmal fliegen. Ah ne, halt, fliegen gibt's hier nicht normal, ne? Komm ich halt eh nicht durch. Genji im Weg. Wieder Grimji, ey. Unten brauche ich auch nochmal was für Schneider dann, ne? Ja. Wir müssen Momji sogar mitnehmen gerade.
Mal erstmal das Rocket-Versteck, oder was meint ihr? Hi. Also hier will ich wieder normale Musik kurz. Hört euch das gleich mal an. Wartet. Ja, ihn hier nicht. Wartet mal. Ich würde eigentlich das normale Theme hier drin haben. Geh mal weg. Du bist im Weg, Kollege. Entschuldigung. So, das hier wollte ich haben. Und südlich von Lavagna, das ist Flores, richtig. Die nennen wir auch so, wenn wir sie fangen. Ja. Aber es ist nicht Hina's Theme, sondern Hina's Stage Theme. Das ist, Road of the Pro, ja, Apotropaic God, genau. Das ist schön, ne? Haben wir es auch mal gehört. Dann können wir wieder speeden. Das Lied darf ich dir auch rüberschicken. Die Tohoman-Version oder das originale Lied, Chris? Das originale Lied heißt das, Road of the Apotropaic God. Das ist das Stage 2 Theme aus Mountain of Faith. Das findest du auch easy selber. So, ich glaube, ich level einfach mal am Brennstoff ein bisschen, weil Brennstoff wird dann gegen Tenchi auch gut anstehen kann. Ja, was soll ich in dieser Situation tun? Ich habe keine Ahnung. Da hat das Spiel mir wieder kryptische Messages gesendet. Waterpulse. Der Waterpulse wird auch durch Surfer ersetzt, das ist hoffentlich klar. Aber Surfer haben wir noch nicht. Surfer. So, wir hatten jetzt eigentlich gerade... Du, ne? Das ist Münzamulett. Gib mir das mal her, dann im Brennstoff das mal. Ich glaube, das hilft. Durchaus, hier ein bisschen Geld zu machen. Wir brauchen auch erstmal nur eine Miku. Die andere können wir später kaufen, wenn es dann überhaupt erstmal möglich wird, das zu machen, was ich da machen will. Vorher brauche ich nur eine. Razorwind klingt sogar interessant. 60 Unavoidable, na, nee. Aber das ist besser als Wing Attack, ne? Was ist denn? Ja. Sonderbonbon. Schön. Hi. Und das Lied suchst du direkt das Trommelfell weg. Platz, ja schade, Chris. RIP F für Chris. Team Rocket versteckt. Ja, das sind alles so Szenen. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich habe einfach so oft Pokémon Feuer rund gespielt, dass ich solche Szenen hier gar nicht mehr sehen möchte. So, hat hier 49. Ah ja, Snatch. Das brauchen wir auch nicht. Gib Türöffner, Kollege. Wiggle. Ah, das schaffen wir auch mit zweifach gesenktem Spezialangriff noch. Ah. Ah, nicht mehr One-Shot. Tschüss. Und der Türöffner. C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. So. L, M, N, O, P ist mein Lieblingsbuchstabe übrigens. Den fand ich immer schon als Kind beim Buchstabieren geil. X, Speed. Speed! I am Speed. Mondstein. TM12. Echt viel Zeug, ne? Ach, Taunt, aber halt echt viel Müll halt auch. So wollen wir hin. Hier, ne? Hier. Ich will das Item noch haben. Oh, ein Supertrank. Nice, hat sich ja gelohnt. So.
Das Rocket-Versteck findest du in Let's Go tatsächlich nerviger als im normalen Game. Ja, schon, ne? Alles mit dem Evoli, die Szene. Das war halt einfach so zum Bonden gedacht, ne? Aber wenn du das schon tausendmal gemacht hast und dann dauert es auch noch länger als normalerweise, ist schon nicht so schön gewesen, ne? Da hast du schon recht. 51. Yeah! Wir wollen auch bloß auf ein Stat-Level kommen, wo ich Stat-Tenchi one-shotte, ne? Das ist halt eigentlich hier der Plan. Yeah! Will ich hier hin? Ja, hier wollte ich hin. Also ein Item. Calcium! Lecker! Das macht die Muskeln fertig. So, was haben wir hier? Spezialangriff? Jawohl! Ich weiß, wer das kriegt. Brennstoff! Danke! Ich kenne dich vom Mondberg, ja? Ich nicht. Wer bist du? Ihr seht alle gleich aus. Das sagt mir meine Mama auch immer. Ich bin Einzelkind. Sie hat Schizophrenie. Das tut mir leid für dich. Tut mir echt leid. Sorry. Bist du deswegen bei Team Rocket? Ja. Ja. Chen, 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 chen. Wie chen. Die Patchouli. Oh, sind wir gerade auf 52. Da kann ich auch den Sonderbaum nochmal draufballern, ne? 53. Passt schon. 187 Spezial jetzt. Giovanni machen wir nochmal. Komm. Der ist ja ein Boss, Leute. Den machen wir nochmal. Moin, Giovanni. Ist frisch bei dir? Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Du bist ganz schön schnell hier reinkommen. Waren vielleicht 5 Minuten. Krass. Ja, wir machen ganz viele kriminelle Sachen. Und du machst da nicht mit, okay? Okay. Los geht's. Ach, Giovanni. Ja, den E-Chen. Hey, Giovanni. Wusstest du, dass E-Chen eine Wasserschwäche hat? Nur mal so gefragt. Wusstest du das? Pass auf, zeig ich dir. Das war ein Crit. Nice. Brennt. Giovanni heißt mit Nachnamen Dandolo. Oh nein. Um ins Team Rocket eintreten zu können, muss ich nämlich sämtliche Individualität ablegen. Selbst meinen Namen. Du kriegst nur noch eine Nummer. Aber weh, du verkackst. Dann kriegst du so lange Buchstaben zugewiesen, bis du wieder einen Namen hast. Je weiter du ins Alphabet rein musst, desto härter hast du verkackst. Jesse und James sind schon ganz schön weit drin. D.E. Suika. Die hat doch einer angemalt. Sandsturm. Hey, Suika. Ich weiß nicht, Giovanni, ich habe nur gefragt. Die trifft sich selber mit ihrem eigenen Sandsturm? Nice. Giovanni, wusstest du übrigens, dass deine D.E. Suika eine Wasserschwäche hat? Hat sie gar nicht. Ist jetzt Kampfunlicht, ne? Fuck. Ich hab keinen Steintyp mehr. Tut mir leid, Giovanni, ich bin halt schlecht in dem, was ich hier mache. Kampfunlicht übrigens interessante Kombo, muss ich sagen. Ich denke, Adisu macht das schon. Da merkt man aber auch, dass wir nicht overlevelt sind. Das ist jetzt auch Level 53. Das tut's, oder? Das tut's nicht. Heartbreak. Du hast mein Herz gebrochen. Dafür breche ich dir jetzt auch was. Ist okay, Patrick. Reg dich ab. Dondalo. Bin doof. Dandolo. So passt's. Doppelter Platz. Giovanni Dandolo hat sich einen Künstlernamen zugebildet. Giovanni Dondalo. Seine Mami nennt ihn nur noch JJ, weil sie Gigi doof. Was? Chris, da komme ich nicht mehr mit und ich bin schon super dabei mit dem Alkohol. Mommy G. Die hat ja ganz schön großes Hütchen auf. So, Psycho. Du gehst auch mit. Ich gehe mit. Das schmerzt. Hat gekrittet. Das hat ja gar nicht so doll geschmerzt, glaube ich. Das war weder STAB noch hat Alice da eine Schwäche gegen. Nehmen wir mal Exitus. Was hast du denn da auf Momji? A knife! No! Ach ja, Exitus wird ja vom Sandsturm nicht getroffen, by the way. Flip, flop. Schnell die Flop. Und tot bist du. Danke, Exitus. Hast du gut gemacht. Exitus Level 4 wie ich. Direkt mal 5 HP dazu gekriegt.
4 Angriff. Ja, Exodus kannst du machen. Finde ich in Ordnung. Was? Das kann nicht sein. 10.000 Geld, die sind jetzt mein. Zieh ich mir rein. Die gebe ich aber gleich in deiner Spielhalle wieder aus, Giovanni. Also nimmt sich das nichts. Alles cool. So, wir machen wieder Musik. Aber wartet mal. Ich finde Road of the Apotropaik. Gott, ist ein schönes Theme. Deswegen mache ich das jetzt einfach trotzdem selber an. Das ist übrigens das Original, ne? Oh, der hier ist ja auch noch da. Ich hab vergessen, dass der existiert. Entschuldigung! Du bist wichtig und richtig hier, okay? Wir respektieren deinen Einsatz. Vielen Dank für das Level-Up für Kleingeld. Super Typ. Danke. Herr Brennstoff ist besiegt, deswegen. Wie viel Geld haben wir denn? 100.000. Das reicht halt bei Weitem noch nicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ein bisschen Geld behalte ich mal, falls wir noch was anderes machen wollen. Schade, dass wir das Shanghai-Shanghai-Lied nicht mehr haben. Hast lange versucht, es irgendwie zu finden, aber leider nein. Ich wette, ich finde das. Du findest Sachen immer nicht wieder. Ich wette, ich finde das. Dann mache ich nach Saphonia City rein. Nein! Ich muss Tee haben. Nee, warte, hier brauche ich noch keinen Tee. Hier brauche ich... Gepäck! M16, Lichtschild. Da können wir vielleicht sogar eins von gebrauchen später, deswegen hole ich mir die gerade mal alle. Safeguard brauchen wir nicht. Ich dachte, das wäre Reflektor. Ja, das ist Reflektor, danke. Wollte ich schon mal als TMs. Ah ja, das ist doch nicht so richtig. Nein. Wobei. Mega-Block, Leute. Mega-Block. X-Angriff. Ja, brauchen wir im Endgame erst. Hi. Nein. Oder warte, Wasserstein. Ich weiß nicht, wann ich die mal brauche. Den Rest brauche ich nicht. Hi. Nein. Wo sind die Leute, die TMs verkaufen? Die hier, ne? Raw Lunatic. Das ist Hyperstrahl. Schaufler, Brick Break, Secret Power, Energy Light. Nein, danke. Ja, und du verkaufst nur normales Zeug, ne? Great Orb. Ja, hat auch nicht. Du weißt, glaube ich, auch. Sag ich mit dem Typen, der mir den Korb geschenkt hat, falsch. Einfach einen Boniker fangen, die Orbsatze findet man alle Nase lang auf dem Boden und Leute umbrezeln. Da kann er wieder Geld haben und müsste nicht in einem Karton auf dem Fahrradweg schlafen. Passt, Chris. Ja. Aber ich brauch doch den Tee, ne? Wo krieg ich denn hier den Tee her? Gab's hier nicht so eine Oma? Warte mal. Hehe, ja. Nee. Bin grad so ein bisschen verwirrt. In The Mansion, hier dann, ne? Die da. Danke. Dankeschön. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Versuchen wir mal Tenchi. Na, kann ich grad nicht. Ich glaube, wir sollten Momji mal kurz wieder ins Team packen. Vor allem bin ich gerade voll falsch abgebogen. Move. Wen packen wir raus fürs Erste? Brauchen nur Zerschneider für den Moment. Für Mama. Die soll eigentlich gar nicht im Team sein. Den Slot wird übrigens dann Miku übernehmen, wenn wir sie haben. So. Denn ich brauche einfach nicht oben rumrennen. Ich hätte jetzt wieder unten rumgekonnt. True, wieder besoffen ist. Fuck! Aber ihr könnt durch Saphonia City durch. Das macht es ein bisschen schneller. Nehmen wir mal die Psychokinese-TM mit, würde ich sagen. Hi. Danke. So. Dieses neumodische Zeug. Damals haben wir mal ein Sprudelwasser für 1000 Euro gekauft und der Macher Knopf gedonnert. Genau so, Chris. Genau so. Ich mach das instinktiv immer noch die ganze Zeit. Hast du vielleicht gerade gemerkt. Ich bin gespannt, ob wir Tenchi jetzt schaffen. Ich bezweifle das. Da können Sie mal probieren. Wir sind auf jeden Fall bedeutend stärker als letztes Mal.
Wird wahrscheinlich wieder nicht gut ausgehen, aber man kann es ja mal probieren. Ich habe ja mein ganzes Geld schon zerbrezelt. Das Problem ist, wir müssen an Tenchi vorbei, um richtig in Gensokyo reinzukommen. Wir müssen halt richtig in Gensokyo rein, um den Kampffahnder uns abzuholen. Ich bin ziemlich sicher, dass das Event inzwischen getriggert hat, weil wir in Orania City waren. Das Problem ist, nachdem du in Orania City warst, ist Tenchi auch da. Und Tenchi hat Level 50 Z-Bonika. Und das ist ein bisschen dolle stark. Und vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Du warst damals der härteste Knicker auf dem Pausenhof, wenn ich wusste, dass man den Mittel für Getränke TMs abnehmen kann. Richtig. Hallo Yukari. Tschüss Yukari. Wo sind jetzt hier? Warte mal. Da. Aha. Hi Remu. Möchte ich gegen dich kämpfen? Eigentlich nicht. Warte mal, doch. Ich reiß dir mal voll den Arsch auf, einfach weil ich es jetzt inzwischen kann. Haha! 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 Ha! Vielen Dank für das Level Up. 200 Geld. Ist halt schade, dass dir irgendwie kein Geld gibt. Mal speichern. Mal den Speed-Up wieder ausmachen, weil jetzt kriegen wir nochmal richtig einen drüber gezwiebelt, Leute. Habt ihr Bock? Ich auch nicht. Los geht's. Es ist ein Erdbeben. Schnell, schnell, rettet uns. Oh nein. Yahoo! Und schon wieder sind seltsame Leute aufgetaucht. Mir war es langweilig, deswegen mache ich jetzt Erdbeben. Ja, geil. Hör doch damit auf, mein Schrein geht doch kaputt. Der Schrein wird eingerissen. Dann bestraf mich doch, bestraf... Ja, nein. Baugenehmigung wurde erteilt. Danke, Chris. Hi, Tenchi. Eiku? 46, ja. Mach mal so. Ach, Drachefeuer, ne? Nicht Dönerwelle! Was soll denn das? Ich glaube, da wechseln wir mal auf jemanden, den wir opfern können. Ja! Oh nein, das ist Luigi. Ne, Elektrodrache, ne? Nicht Drachefeuer, ich bin auch blöd. Elektrodrache. So. Jetzt benutzen wir mal einen Paraheiler. Drache Elektro, ja, Entschuldigung. Ja, tschüss, Knofenser, war nett mit dir. So, Kleingeld, glaube ich, erstmal. Da würde ich sagen, machen wir mal einen Mega-Kick. In die Fresse. Hat nicht ganz gereicht. Das ist natürlich blöd. Ich habe gedacht, Kleingeld macht irgendwie genug Damage, aber Kleingeld macht gar keinen Damage mehr. Gegen Feuerdrachen hätte das Messer geholfen. Gegen Elektrodrache hilft das Knife nicht, nee. So, so, Exitus. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Ja, halb tot ist aber gut. Exitus, du machst das. Danke. Wir verlieren ja. Wir verlieren doch gar nicht. Wo verlieren wir denn gerade? Wir verlieren erst gegen das Z-Bonika. Wie Chris immer denkt, dass man verloren hat, wenn ein Pokémon stirbt. Das ist keine Nuzlocke. Guck mal, die ist ja nackig, Chris. Die gibt 9 Erfahrungspunkte. Wie schön. Ich habe voll den Plan, Leute. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich jetzt mal Minimize mache? Warte mal. Hihi. Jetzt heilen wir mal. Hihi. Ah.
Hab schon genug. Jetzt nochmal ein Full Restore, dann ist die Verwirrung weg. So, und jetzt einfach Brick Break. So ist gut, ne? So kann man spielen. Ich bin ein echter Stinker. Ihr Hut brennt. Jetzt habe ich ihre Full Restore auch weggeballert. E-Tenshi ist besiegelt. Jetzt kommt nur noch Z-Tenshi und vor der habe ich Angst. Bisschen Armleuchten, ja. Brick Break. Ja, daneben. Zwick, Zwock, Zwuck. Wieso ist das hat gekrittet? Wieso war das nicht so effektiv? Was ist denn jetzt schon wieder für ein Typ? Nochmal Rock Slide. Das trifft normal wenigstens. Das macht aber auch keinen Schaden. Mach ich Rock Blast. Wenigstens trifft sie mich nicht. Das würde wahrscheinlich nämlich sehr doll wehtun. Ja, besser. Wenn ich davon 5 rauskriege, macht sogar ein bisschen Schaden. Das ist nicht, dass das jetzt keinen Schaden macht. Das liegt einfach daran, dass sie 1000 HP hat wahrscheinlich. Weil ist halt ein Z-Bonika. Ihre Stats sind einfach... Ja, ich habe E-Bonika, also würde ich sagen, wirklich legend doppelt so hoch wie meine. Aua, ich bin instant tot. Ziemlich sicher. Oh, nicht? Kann ich sogar heilen. Ist ja nett. Dass ich das noch erleben darf. Bodenflug, deswegen vierfach Eis. Das ist Bodenflug? Einfach weiter. Natürlich triffst du zweimal hintereinander. Ist okay. Nimm halt mal Adisu. Geht der Eisstrahl. Solange wir schneller sind, dürfte das ganz gut funktionieren. Sind wir halt nicht, ne? Doppelt so hohe Stats tun halt weh, aber wir leben noch. Wir sind aber geflincht. Wie man das in Fachkreisen so sagt. Wechsel mal auf Chunchun. Und heil mal Adisu. Ice Beam. Belasto, ey. So, Brennstoff. Ja, Bodenflug, da würde ich einfach sagen, machen wir jetzt mal... Das ist beides STRB. Overheat hat einfach viel mehr Base Damage. Wasser Pulse ist sehr effektiv. Overheat. Last Effort hier. Leute! Leute, ja! Ja, Brennstoff, das ist es. Geflincht und an Fachkreisen gekniffen, ja. Ach, das hat wehgetan. Das gefällt mir. Ja, wie schön. Das ist genug. Ich gehe zurück in den Himmel. Tschüss. Wow, das war knapp. Wenn mein Erdbebenschrein kaputt gegangen wäre, dann müsste ich einen neuen bauen. Ist ja scheiße. Und nu? Darf ich heilen? Darf ich, ja, danke. Möchtest du gegen mich kämpfen? Nein. So, ich meine, erstmal einen Safe starte. Ja. Es gibt ja noch ein Sana-Event. Was kommt, wenn man die Treppe hier runter geht? Und ich hatte echt gerade Angst, dass das jetzt kommt, weil die hat ein Level 65 Z-Sana-E und Z-Sana-E hat Wonder Guard. Und hohe Stats. Und nicht nur 1 HP, sondern so 600. Bester Plot, mir ist langweilig. Lass mal Gebäude einreißen und random Leute verprügeln. Oh, ich hab verloren, dann gehe ich mal wieder zurück. Ja. Das ist der Plot von Toho 7.5. Kritisier das nicht, okay? Das hat Tsuhika nämlich damals gepult. Und das ist auch gleichzeitig der Plot von Toho 10.5. Da hat Henshi das nämlich gepult. Danke, Knuffenser. Tokyo City, Tokyo City, la 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 la, Tokyo City ist doch für den Arsch. Wisst ihr, wo wir jetzt auch hin können?
Zeige ich euch gleich. Ich will erstmal sehen, ob ich den Kampffahner kriegen kann. Danach zeige ich euch das. Ja, aber wir kommen voran langsam. Corindo, gib mir einen Kampffahn, der... Da ist er. Ich hab einen Kampffahner, Leute. Das Leben ist schön. So, dann wo wir jetzt nämlich auch hingehen können, ich zeige euch das mal. Das ist auch gar keine gute Idee, da jetzt gerade hinzugehen, deswegen gehen wir da jetzt hin. Das ist hier unten. Hier unten ist irgendwo ein Zerschneiderbaum, wenn wir jetzt weiter runterlaufen. Du bist kein Zerschneiderbaum, du bist ein wilder Encounter. Du bist auch kein Zerschneiderbaum. Mein Gott, geh weg. Chem 43. Nein, 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 nein. Nein! Moment mal. Wir haben doch bestimmt noch einen Rappel, oder? Da, einen haben wir noch. Einen haben wir. Den benutze ich jetzt auch. Kann ich hier mal durchrennen, ohne direkt angekackt zu werden. Eine Sinelbeere, wie schön. Hier ist irgendwo ein Zerschneiderbaum. Bin ich ein richtiger Trainer? Warte mal. Ist ich da, den habe ich gesucht. Dann kannst du nämlich hier rein. Und hier ist der Bamboo Forest. Das geilste Labyrinth ever. Gibt es auch wilde Encounter, aber wisst ihr, was man hier fangen kann? Wisst ihr es? Racen. Immer noch andere Dinge. Und das hier dürfte so ungefähr unser Level-Range sein, momentan sogar, von dem, was man hier machen kann. Das Problem ist bloß, dass die Bosse hier wieder Z-Boniker haben, glaube ich. Hihihihihi, wie schön. Ich weiß nicht mehr, wo ich langrennen muss übrigens. Ich glaube, das müssen wir wieder mit Turbo machen, weil ich glaube, das tue ich mir so nicht an. Okay, haben wir noch nicht, ne? Passt doch, ja, sehr schön. Shia, ja, was ist das? Ja, ist ein glücklicher Hase. Und wenn man sich mit ihr gut stellt, dann hat man ein ganzes Leben lang Glück. Das ist schön. Hey, ist ein Arschloch. Du verarscht immer Leute. Keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. Nennen wir sie einfach Sack. Weil du ihn nicht gemacht hast? Chris hat den hier gemacht. Ziemlich sicher. Aber viel zu spät, deswegen war es total easy. Ehren! Mensch, Ehren, Ehren! Moment. Da gibt's auch ein Lied, by the way, Leute. Das kann ich hier nicht anmachen, das kann ich nicht auf YouTube laden. Ich bin ziemlich sicher, dass du den gemacht hast, Chris. Müssen sie echt schwächen? Ach, so jetzt. Jetzt ist ich denn jetzt gerade geheilt, so egal. Sie kommt vom Mond mit seltsamen Leuten, sie kann ganz viel Medizin herstellen. Erin, was soll ich anmachen? Okay. Übrigens keine Ahnung, wie ich lang muss, ne? Es gibt da eine Karte. Map heißt Karte. Aber nicht in-game. Tay-Ha. Ja, es gibt bei Tay zwei Formen, wenn du die tags oder nachts entwickelst. Da kriegst du entweder Tay-Ha oder Tay, was war das andere, Tay oder so. Und Ha sieht total freundlich aus und ist super nett und happy. Und die andere Tay ist total das Arschloch. Ach, was ich, welches Lied ich nicht anmachen kann? Das Help Me Ehren, Taskette Ehren. Das Ehren, Ehren, de. Kenny gibt's ja auch. Und ich denke, Kaguya ist hier wahrscheinlich ein Rare Encounter, ne? Nehme ich mal an. Wenn die kommt, dann gibt's aber auch direkt dreifach Backflip hier. Äh,
Wo muss ich denn lang? Ich möchte mal wen anders nach vorne packen. Level 55 ist schon ganz schön ordentlich. Mit Kleingeld. Ja, das war die böse Tay hier, die man immer in die Nacht entwickelt. Da kriegst du Tay L. Für Leugi, die ist die Leugi-Tay. Oh, entwickelte Ehren. Aber die brauchen wir jetzt nicht extra fangen, wir können auch einfach unsere entwickeln. Die kleine, dicke Kaguya, die gibt's hier, richtig. Ich glaube, ich will hier lang. Moment. Ich hab keinen Plan, wo ich bin, ne? Moment, jetzt sind wir aber gerade im Bambuforst, da gibt's auch ein Lied dafür. Nein, nicht das. Moment, Moment. Da gibt's das Lied hier. Meine Plüschkage erholen. Die sitzt doch hier neben mir, die fette Sau. Ich hab doch eine offene Packung KitKat hier liegen. Glaubst du nicht wirklich, dass die da nicht direkt neben mir sitzt? Ist nicht schon wieder eine Sackgasse? Ja, reizend. Kleine True möchte bitte aus dem Ikea-Spieleparadies abgeholt werden, by the way. Mauszeiger auf Doom, den braucht. Oh, Moku, das ist ein Rare-Encounter, ziemlich sicher. Die müssen wir fangen. Ja. Wenn ich sie schwächen will, muss ich das mit Chunchun machen. Ja. Moku wurde gefangen! Moku ist ein Mensch. Sie wurde unsterblich, nachdem sie das Hora-Elixier getrunken hat. Ja, das ist wo ihr Vater total horny auf Kaguya war und dann irgendwann gestorben ist. Und sie hasst Kaguya dafür. Und sie ist halt auch unsterblich jetzt. Und jetzt kacken die sich das ganze, die ganze Unsterblichkeit. Ihr ganzes Leben kannst du nicht sagen, weil die haben ja kein Leben, die sind unsterblich. Die kacken sich jetzt einfach für immer an gegenseitig. Ich würde sie gerne Kaguya ist fett nennen, aber das geht nicht. Das ist zu lang. Aber Kaguya ist fett wäre der perfekte Name. Sie klaut Kaguya einfach immer das Knoppers, ja. Oh, warte, ich habe gerade, glaube ich, meinen Controller rausgezogen irgendwie. Warum ich das gerade angestellt habe. Wir einstöpseln. Ein Gleichzeichen? Kaguya fett. Kaguya hält dann am. Oh, Leute! Outgecallt, da ist sie! Jetzt müssen wir auch mit Chunchun machen. Scheiße, ihr Pflanzentyp! Nein! Nein! Die war nicht fett genug. Die war nicht fett genug. Das ist alles Propaganda. Kaguya ist gar nicht fett. Kaguya ist eigentlich ein zierlicher Marshmallow. Wen nennst du hier fett direkt aufgetaucht, ja? Kaguya ist ein zierlicher Marshmallow. Oh nein. Ja, und jetzt kommen auch nur noch 1000 Ehrens, die mich verprügeln, weil ich Kaguya fett genannt habe. Ich glaube, hier hinten war ich noch nicht. Kann das sein? Jetzt kommt aber die ganze Gang, die mich verprügeln will, weil ich Kaguya fett genannt habe. Warum habe ich gerade Reflektor gemacht? Bin ich besoffen? Ich möchte übrigens immer noch aus dem Ikea-Spieleparadies abgeholt werden. Also falls ihr mit dem Auto vorfahren könntet, wäre das echt mega nice, Leute.
6,5 Stunden später. Hauptsache Ehren geht's gut. Ehren hat wahrscheinlich einen Gift-Typ, ne? Mit ihrer Supermedizin, die immer hilft. Geh weg, Tay. Bin hier wahrscheinlich auch maximal falsch, wo ich hier gerade bin. Ich weiß noch nicht, wo ich lang soll. Hi, Ehren. Dich hau ich gerade kaputt. Du bist bestimmt BP. Das ist doch schon wieder viel zu weit nach rechts gelaufen, was ich gerade gemacht habe. Wobei, das sieht gut aus. Ich muss nach ganz unten links, das weiß ich. Die Frage ist, wie komme ich nach ganz unten links? Ich hole mir jetzt mal die Karte im Moment. Ich krieg's raus, ich krieg's raus, ich krieg's raus. Ich hab's. Ich muss mal kurz die Karte offenhalten, ich kann kurz den Chat nicht lesen. Ach du Scheiße, das ist ja mega doof gemacht. Das ist extra so gemacht, dass du hier nur im Kreis rennst. Wartet mal, ich muss mal... So. Darf ich mich nicht wieder bewegen, doch jetzt. Wieder so ein entwickeltes Tay. Wir müssen jetzt erstmal hier wieder raus, weil ich bin hier komplett falsch. Ich poste euch mal kurz die Karte. Da, schaut euch die einfach mal an. Dann wisst ihr, was ich meine. Wir müssen erstmal wieder raus. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Leute, ich weiß, wo ich bin. Moment. Ja, jetzt nach rechts und dann ganz hoch. So finde ich auf jeden Fall wieder raus, wie ich das gerade mache. Dann ganz nach rechts durch. So. Dann drei Felder runter. Eins. Nein! Raisen, geh weg. 1, 2, 3, rechts. Entwickelte Racen. Hoch, weg. So, jetzt zwei Felder runter. Ich bin gleich raus, ich bin gleich raus. Ich muss doch erstmal heilen gehen. Heil Racen, bei Racen. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, wieder rauszufinden. Mit der Karte geht's halt. Ohne die Karte ist es halt irgendwie... Blöd. Irgendwie blöd. Ja, ich glaube, das trifft's. So, wir wollen halt zu Nummer 1, glaube ich. Ja. Also müssen wir jetzt hier hin. Moment. Und wir wollen auch noch eine Kaguya haben. Und am besten vorgestern, wie Tobi das sagt. Oh, oh, und jetzt nach rechts. So, Moment, ich muss jetzt gucken, wie muss ich das jetzt machen? Jetzt ganz durch, ne? Ja. Dann runter, soweit wie ich kann. Dann zwei nach rechts. Und dann wieder runter. Dann ganz nach links. Ja, jetzt, warte, jetzt haben wir es. Jetzt ganz nach links. Ganz runter, ganz nach rechts. Hey, geh weg. Ganz nach rechts, bin ich jetzt richtig? Ja, jetzt muss ich ganz runter gehen können. Ist das Ding hier einen länger, als er eingezeichnet hat? Nein. Warum kann ich jetzt nicht runter? Leute, ich bin noch...
Warte, nee, ich glaube, ich bin nicht da, wo ich hin will. Hier muss ich noch runter. Und jetzt ganz nach rechts. Und jetzt runter. Ja, jetzt geht's. Leute, es geht. Ich hab's. Hau ab, Tay. Und jetzt muss ich einfach nur noch linksbündig durch hier. Rechts habe ich mal mit umgegeben, noch ganz gut EP. So, und hier bin ich jetzt kurz von der Sackgasse. Jetzt muss ich zwei hoch. Und jetzt kann ich wieder weiter. Ich werde ihr verfolgt das gerade auf dieser Karte mit und denkt euch auch, was ist denn das für eine Scheiße? Ganz genau das. Das ist fast so geil wie dieser eine Gang in Final Fantasy 1, von dem ich immer erzähle. Na gut, haben wir das ganze Lied gebraucht, um reinzukommen. Ich bin da. Ja, nee, das Lied brauchen wir jetzt nicht. Danke, Erin, wir sind angekommen. Und Fluchtseil geht auch nicht, Genio, richtig. Kage gibt's hier, wo ich jetzt bin, auch noch, glaube ich. Ayentay, ja, wir sind jetzt in Ayentay. So ein paar Kagias fangen. Oh, das entwickelte Tay. Ein Etay. Etay in Ayentay. Ich hab euch auch alle lieb. Kaguya, 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 Kaguya. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Pommes, 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 Pommes. So, 1500. Ich glaube, hier kann man grinden. Kann man durchaus grinden, wenn man Bock hat. Hier gibt's, glaube ich, erstmal. Grundsätzlich gibt's hier, glaube ich, erstmal viele Tays, hä? Ja. Der auch nicht verkehrt ist. Ich hätte gerne Kaguya. Die wird es doch hier sicher auch geben. 55, nice. Wer ist mit Brennstoff? Wer ist mit Exitus? Wir kämpfen gerade gegen Normaltypen. Bloß nicht wieder in den Wald rein. Ganz schlecht, hier gibt es Ehren. Ja, deswegen nicht Exitus, ja. Ist aber vergiftet, ey. Nö. Angst da reinzugehen. Ich möchte eigentlich nicht reingehen. Der Kaguya ist wahrscheinlich ein richtiger Rare Encounter hier. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ich bin gerade im Typen nach. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht umbringt. Kaguya, Kaguya, Kaguya. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. 51. Aber ich möchte nicht meckern, weil die Stelle echt gut zum Leveln ist, ne? Also wenn ihr das jetzt mal seht. Da kannst du durchaus nicht meckern. Ist am anderen Ausgang im Wald auch noch was? Ja, da ist Moku halt. Moku ist ja der Secret-Boss von Toho 8, während sich die normale Story von Toho 8 komplett um Kaguya dreht. Hier kannst du so gefühlt alle Formen von Tay fangen. Ah! 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 Leute! 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 Direkt mal Hyperball drauf werfen. Gar nicht gucken, einfach werfen. Los. Hier ein Pflanzentyp. Nur vorsichtig sein. Ist blöd. Pflanze Psycho wird die sein, denke ich mal. Dann machen wir Crush Claw. Das überlebst du bestimmt. Ist sogar deine Defense erhöht? Ja, gut. Kaguya ist tanky, das finde ich gut. Ja! Kaguya! Hier eine Knopper, ja. Sie spielt oft mit Moku. Was sie spielen nennen, ist übrigens sich gegenseitig umbringen. Möchtest du Kaguya einen Spitznamen geben, ja? Kaguya, der Knopperspieger. Kleine Knopperin.
So, haben wir jetzt auch. Geh mal rein. Hallo. Da ist Tay. Hallo, Tay. Ah, du solltest das hier nehmen. Oh, Lucky Egg. Ich gebe Leute immer ein Lucky Egg, wenn sie hierher kommen. Es gab ja auch jemand anders, der hergekommen ist. Sie sucht ihre Freundin in Gensekyo. Sie heißt Renko. Oh, die hat echt was mit mir zu tun. Da ist Erin. Hallo, Erin. Oh, du siehst müde aus. Komm, ich heil dich mal. Danke, Erin. Was für eine Form hat Kage denn so? Das sollten wir vielleicht mal nachgucken, oder? Red doch mal mit Kage, ihr seid gerade viel Stress. Oh. Hat der hier auch einen Computer? Wahrscheinlich hat Kage ja einen Computer. Ich weiß nicht, ob ich zu Kaguya reingehen will. Ich habe keinen Bock, zu Kaguya reinzugehen eigentlich. Ehrlich gesagt habe ich ziemlich Sorge, bei Kaguya reinzugehen gerade. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, ich möchte das nicht. Wir gucken jetzt mal, was für Form Kaguya hat, ja. Ich denke, wenn wir Kaguya trainieren sollten, dann wäre es auch sinnvoller, die Chibi-Form zu gucken. Aber ich guck mal kurz. Boneka Dex. Also eine L-Form hat Kaguya sicher. Kaguya ist ein Final Boss aus einem Toho-Spiel. Kaguya. Kaguya hat keine L-Form. Das ist ja lustig. Und Kaguyas normale Entwicklung zur E-Form funktioniert nur mit einem Mondstein. Warum hat Kaguya keine L-Form? Wir können sie nicht ins Team nehmen, sie hat keine L-Form. Ich hätte echt gerne. RIP, ey. Vielleicht bist du deswegen so gestresst, Kage, oder? Oh, da ist ein Computer, nice. Beachte mich nicht, ich geh nur mal kurz am PC, ne? Kage, deine Musik ist ausgegangen. Also ist Kage gekniffen schon, ja. Irgendwie macht der PC hier die Musik kaputt, ist ja nicht schlimm. Hangry. Was kann sie eigentlich? Das ist auch einfach der geile Sound, ne? Horai, heals upon switching out. Die heilt sich, wenn du sie auswechselst. Das ist ziemlich geil. Recover. Self-healing move that... Ja, klar. Isolation. If the user withdraws its body in its hard shell, raising its defense stat. Ja, Laubklinge und Psychokinese. Das ist halt nicht schlecht. Sind ihre Stats so moderat für ein Medium-Pokémon? Boneka-Dings, würde ich sagen. Wären auf E wahrscheinlich besser, werden aber nie richtig gut, weil du halt keine L-Form hast. Kage ist gekniffen, wir können sie leider nicht ins Team nehmen. Aber keine Sorge. Kage und Moku, die dürfen zusammen hier in ihrer Box spielen. Die dürfen sich da gerne zusammen reinsetzen. So, viel Spaß. Müssen wir mal die Musik wieder anmachen. Aber es ist nice, dass Kaguya da erstmal zwei PCs stehen hat, ne? Kaguya, wollen wir ein bisschen LAN-Party machen, wir beide? Ich hab Bock auf dich. Oder so ähnlich. Ich speichere nochmal. Was hat Moku eigentlich für Formen? Ja, Moku hat so 12.000 Formen. Moku ist übrigens der Extra-Boss aus der Special Stage in Toho 8. Also, die kommen ja aus dem gleichen Spiel. Safe starte nochmal kurz. Hi. Verflixt! Ich habe online schon wieder ein Game verloren. Ach, verfucken. Hä? Oh, ein Gast. Das ist ja schön. Lass uns da einen Boneka-Kampf machen. Da kann ich mich erholen. Willst du mit mir kämpfen, yo? Okay, los geht's. Ja, das ist auch auf jeden Fall, die ist nicht fett, ne? Das ist normal, das soll so aussehen. Alles cool, Kaguya. Ah, Racen, das geht sogar, ja. Aber wie gesagt, das ist halt an dem Punkt des Spiels gedacht, wo wir hier gerade sind. Keine Ahnung, was die für eine Form manchmal Rock Slide. Ah! Mirror Code, egal. Immer nochmal. Magnetic Red Eyes? Au. Durchaus au, ja. Ah, war ein Crit, okay. Warum war ich einmal schneller und dann nicht... Nicht, dass die eine L-Form hat. Moku hat definitiv eine L-Form. Ziemlich sicher. Moku hat auch eine Z-Form. Ich weiß nicht, ob Kaguya eine Z-Form hat. Ich glaube nicht. Rock Slide. Warum bist du jetzt auf einmal schneller? Warum warst du erst... Ah, wegen Mirror Code. Ja, ich bin die ganze Zeit schon langsamer. Ich bin einfach nur dumm. Ist egal. Danke, Kaguya, für diese Aktion. Du hast wahrscheinlich eh nur Psychotypen, deswegen ist mir das gerade egal. Los, Brennstoff.
Flammenwurf. Nö! Speed-Teil, das war, glaube ich, kein Speed-Teil. Das war einfach Mirror Code. Mirror Code macht doch mit Absicht als zweites. Ja, Brennstoff macht aber trotzdem, das ist gut. Brennstoff ist halt auch super strong inzwischen. Das fällt am Ende wieder ein bisschen ab. E-Kaguya, da sollten wir halt irgendwas machen, was gegen Pflanzen Psycho gut ist. Nehmen wir mal Chun-Chun. Ich meine, Brennstoff wäre gut, aber Brennstoff ist noch verwirrt, das tue ich mir gerade nicht an. Und das, was jetzt kommt, ist die höchste Form an Kaguya, die wir leider selber erreichen können. Er hat es auch abgenommen. Nicht so laut, sonst verliere ich hier. Die ist halt mega tanky. Das Problem ist halt, ihr fehlt die L-Form. Hätte sie eine L-Form und wäre dann noch tanky, dann wäre sie ein richtig gutes Boniker. Na, Überreste dabei, natürlich, ne? Erstmal was zu snacken dabei. Richtig, Kaguya. Ganz genau. Das habe ich doch alles erwartet, als ob die keine Überreste dabei hat. Natürlich snackt die sich während des Kämpfens noch was rein. Ach, Kaguya. Wir haben dich doch alle lieb. Razor Wind, los, Hause weg. Habe ich euch ja nicht erzählt, dass ich auf dem Minecraft-Server inzwischen eine Katze habe, die fette Kaguya heißt? Die sitzt auf einem Kuchen. So, ja, jetzt hätte ich eigentlich ganz gern Exitus gehabt. Das macht nichts, machen wir mit Kleingeld. Der Kampf hier ist auch tausendmal leichter als der gegen Z-Tenchi, weil es halt kein Z-Boniker dabei hat. So, machen wir mal Peewee Juneedle da, wenn ich sie paralysieren könnte, wäre das cool. Aber das ist halt genau unsere Kragenweite hier gerade, ne? Das ist halt ganz gut, dass ich gerade hierher gekommen bin. Das wäre später ziemlich langweilig geworden, wenn ich zu spät hergekommen bin, so wie Chris in seinem Let's Play. Ja, Chris, du warst hier nämlich doch schon mal. Ja, das ist ärgerlich. Oh, Eisstrahl. Da habe ich nicht mitgerechnet. Ja, lustig. Wenigstens hast du mich nicht eingefroren. Ich paralysiere sie einfach mal. Ich hätte vielleicht einen Megakick machen sollen, das hätte vielleicht sogar gereicht. Das hier war jetzt ein bisschen wenig. Ja, ich glaube, Tangled hat es zerlegt. Oh, das macht aber nichts, weil jetzt können wir wieder auf Brennstoff gehen. Einfach nochmal einen Flammenwurf. Ach, Kaguya einfach mit dem Full Restore. Das geht schon. Wir machen ja doch... Kaguya hat sich auch keine Kosten und Mühen gescheut hier. Die halt auch AT 10 mal voll, wenn es sein muss. Bis sie anfängt zu brennen oder ich kritte. Das ist egal. Das geht hier ums Prinzip. Wissen wir inzwischen, was PWJ Needle heißt, ja? Das steht für Peter Walter Junior. Keine Ahnung. Boah. Was hat sie jetzt noch? DE-Ehren. Unlichtgift dann, ja? Da bin ich ja mit Psycho trotzdem okay dabei. Ich hätte auch einfach Hitzekoller machen können, aber... Wie sieht die denn aus? Ist aber ganz cool. So. Ist ja normal effektiv. Oh, die ist ganz schön tanky. Was hat Heartbreak eigentlich für einen Typen? Unlicht? Wahrscheinlich, ne? Immer Flash. Macht aber noch weniger Schaden, aber dann gesenke ich wenigstens ihre Genauigkeit. Ja, macht nichts, ne? Ist dir egal. Also das ist praktisch ihr Endgegner hier, eine Ehren. Ja, Kaguya braucht Hilfe von Ehren, das ist ja bekannt. So, Brennstoff. Den gibt's einen Hitzekoller, dann haben wir's. Sehr schön. Haben wir Kaguya mal abgeledert. Das kommt davon, wenn du mir die ganzen Knoppers wegfrisst, Kaguya. Das hast du jetzt davon. Ach, verflixt. 42.000! Danke, das hat Spaß gemacht. Möchtest du irgendwas von mir? Oh, ein Buch, lass mich mal sehen. Oh, ich denke, wir haben solche Bücher nicht gefunden. Huh. Oh, hehehe, das ist vielleicht lustig. Ach, warte, ich weiß, dass wir so ein Buch nicht haben, aber jemand anderes weiß davon. Wie heißt sie noch gleich? Moku? Ach ja, die ist ja auch irgendwo im Wald. Warum suchst du sie nicht? Das ist doch eine lustige Idee. Ja, und jetzt müssen wir Moku bekämpfen. Ja, das ist für unsere Hauptquest, dass wir halt diese ganzen Bücher für Patchouli sammeln, ne? Ehren, heilst du mich nochmal? Kann ich nochmal gegen Kaguya kämpfen? Weil... Oh, danke, dass du Kaguya glücklich gemacht hast. Nimm diese zwei seltenen Bonika.
Oh, du brauchst zwei. Warte mal. Halt. Stopp. Hab ich das gerade richtig gehört? Moment, Leute. Da gibt's gerade Free Stuff. Freebies. Moment, Leute, ich krieg Freebies. Geh warte mal raus. Freebies! Nehme ich jederzeit. Danke, Ehren. Das sind einfach auch nette Leute hier. Da kann man sagen, was man will, aber Kagia, Ehren und so, die sind einfach super nett. So, hi. Oh, danke, dass du Kagia glücklich gemacht hast. Hier, nimm das. Zwei Bonika von Ehren erhalten. Pass gut auf sie auf. Was haben wir da jetzt eigentlich gekriegt? Yorihime und Toyohime, genau. Die sind beide auch mega stark. Psychokampf? Beide, ja. Das ist jetzt nicht, dass die mega stark sind, weil sie Level 5 sind. Prevents Paralyse und Copy Special Ability, also, ja. Glücksei zum Trainieren, ja, ist auf jeden Fall eingeplant, Tobi. Das war auf jeden Fall ein super Abstecher, den wir hier gemacht haben. Heilst du mich jetzt wieder eigentlich? Oh, ja, okay. Ich guck mal kurz im Wiki. Hier, warte. Hime. Nicht Kotohime. Toyohime und Yorihime, ne? Das sind nämlich diesen Götter. Ach, hier haben die noch andere Sprites. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das die richtigen Stats sind hier. Aber die haben Base-Stats von 590. Um euch mal einen Vergleich zu geben, warte. Ich denke, da nehmen wir mal Brennstoff. Ja, ich habe ja nicht Brennstoff eingeben. Ich muss ja schon Utsuho eingeben. Brennstoff hat eine Baseline von 530. Und Brennstoff ist schon ziemlich gut. Warte mal. Alice. Wenn wir Alice in die L-Form bringen, hat Alice eine von 650. Also die sind ein bisschen schwächer. Die sind so ein bisschen zwischen einer E- und einer L-Form von der Stärke. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nichts, was wir jetzt machen wollen. Ich glaube, da sehe ich uns nicht. Ich glaube, die kommen auf die Box. Aber hey. Zwei Pseudo-Legendaries gekriegt, ne? Zwei solche Relaxo-Dinger. Gratis. Da meckert man nicht. Yorihime. Und die sehen halt mega cool aus, ne? Schau euch das mal an. Die sind halt einfach so toll, die adrette Lady. Und die hier, die haut dich einfach kaputt. Trainiere sie. Weißt du was? Yorihime hat ein Schwert. Die kann auch bestimmt Zerschneider lernen, oder? Was ist Sketch? Oh, ist Sketch nicht hier von Farbigel das? Ja. Blade Flash Slash. Ich guck mal, was die für ein Moveset haben. Da können wir drüber reden. Yorihime, das ist die ich hier sehen wollte. Psychokampf. Die lernt keine Moves durch Level Up mehr. Das ist natürlich bitter. Kann natürlich einige TMs lernen. Lernt auch Zerschneider. Ist aber nicht so geil. Die lernen beide keine Moves durch Level Up mehr. Das macht es irgendwie so ein bisschen kaputt. Ich glaube, das lassen wir lieber bleiben. Das sind ja die beiden Königinnen da vom Mond. Kann ich Kagia nochmal bekämpfen? Muku lebt woanders. Ach, nee, schade. Kagia grinden wäre halt auch geil, ne? Wenn du jedes Mal deine 44.000 da kriegst. Ich mache jetzt Moku übrigens noch nicht, weil das Problem ist, wenn ich jetzt zu Moku gehe, verliere ich unsere 73.000 Geld. Und die habe ich gerade hart erspart. Hi, Tay. Bye, Tay. Den packe ich jetzt eigentlich mal nach vorne. Ich glaube, Kleingeld braucht das gerade ein bisschen. Weißt du, Insta-Stahltyp, wenn du mal einen Normaltyp nach vorne packst, ne? Ach halt, wir brauchen ja wieder Musik durch den Wald, ne? Entschuldigung, kriege ich hin. Geh mal Kaguya's Theme. Wir haben gerade gegen Kaguya gekämpft. Und vor allem hatte Kaguya kein eigenes Kampf-Theme im Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich finde, Kaguya kommt in Tomon irgendwie zu kurz. Dafür, dass sie ein Final Boss aus dem Spiel ist, was hier voll verwertet wurde, ist das echt traurig. Ich meine, ich verstehe, was die hier gemacht haben. Die machen, dass du erst zu Kaguya runtergehst und mit Kaguya dich so ein bisschen rumplänkelst und Kaguya dann so ist, hehehe, geh doch mal zu Moku, hau mal Moku kaputt und Moku ist dann der Boss hier, ja? Ich verstehe das ja. Aber irgendwie, die hätte zumindest eine L-Form kriegen können, ja? Übrigens, stopp sagen, wenn wir hier ein wildes C-Kaguya finden, ne? Chibi-Kaguya haben wir noch nicht. Die fange ich dann noch. Ist halt auch so ein bisschen fies, weil Kagu einer meiner Lieblingstoro-Charaktere ist, ne? Das macht es halt ein bisschen schwieriger.
Ich mochte Muku auch immer sehr gerne, aber Kaguya immer noch ein bisschen mehr. Focus Flight, was ist das? Concentrates to increase attack and defense. Oh. Oh. Ich meine, Reflektor macht praktisch Halbierung des Schadens durchgehend. Focus Flight stackt. Ich glaube, das ist sinnvoller. Was sag ich mal mit Reflektor TM, falls wir es doch noch wollen? Hoch jetzt? Nicht falsch abgebogen. Ich meine, schaut euch das mal an. Angriff, Verteidigung hoch. Jetzt kann ich jetzt gleich weitermachen. Warte mal. Ist da ein Stat-Loss mit drauf? Weil da steht die ganze Zeit, dass meine Fähigkeit verhindert, dass ich Stats verliere. Aber es geht ja hoch, nicht runter. Ich denke schon, dass es funktioniert. Ich habe mich wieder verlaufen. Ich brauche wieder die Karte. Der Map heißt Karte. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich mich verlaufen habe. Alle von euch, die die Karte offen haben, lachen bestimmt gerade. Moment. Eins, zwei, drei... Und runter. Und gar keine wirklichen AP mehr auf Raymu. Mauszeiger auf Doom, Entschuldigung. Nehmen wir mal Chun-Chun, die ist auch erst Level 46. 47. Ah! Ah! Stopp! 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 Halt! Stopp! 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 Hier ist unser Ziel. Würde ich Muku mitnehmen und in die L-Form bringen? Nee, ich bin gerade eher auf Seiten davon, dass wir noch Miku ins Team nehmen und den Trade, den wir später für Miku kriegen. Ah, Lucky Egg, ja, hast recht, Entschuldigung. Kaguya. Lady. Lady was? Lady von was? Lady Knoppers. Lady Knoppers. Super. Die Front gegen Muku verhärtet sich so ein bisschen, weil wir jetzt inzwischen zwei Kaguyas haben, aber nur eine Muku. Kaguya gewinnt. Finde ich gut. Finde ich gut. Das Beste ist, Kaguya will Muku immer nur so aus Joke umbringen. Muku ist halt wirklich sauer. Und ich glaube, Kaguya würde Muku gar nicht umbringen wollen, wenn Muku damit nicht angefangen hätte. Die ganze Geschichte ging ja praktisch so los, dass Muku Kaguya umbringen wollte. Aber Kaguya ist ja unsterblich. Deswegen hat es halt nicht geklappt. Und Muku ist halt immer wieder versucht, irgendwie Kaguya aus dem Leben zu boxen. Und es geht halt nicht. Es ist absolut unmöglich. Kaguya ist unsterblich und nicht unverwundbar. Man kann Kaguya schon wehtun und so weiter. Aber die regeneriert sich immer, egal was passiert. Und man kann sie halt nicht umbringen. Und, ja, an einer Weile fand Kaguya das halt scheiße lustig. Und deswegen hat sie dann angefangen, auch Muku anzugreifen. Und ja, jetzt harasst sie halt Muku aktiv, weil sie das lustig findet. Und ich finde, das sollten wir respektieren. Moment, ich weiß, wo ich hin muss. Ja, das ist schon wieder so blöd. Hier hoch. Moment. Hi, Kane. Und Kane ist halt die beste Freundin von Muku. Die findet das gar nicht in Ordnung. Und Erin ist halt praktisch so eine Dienerin von Kaguya, aber halt schon irgendwie auch nicht. Also eigentlich ja, aber dann eigentlich auch wieder nicht. Vor allem, weil Kaguya eher einen royalen Status verloren hat, weil sie nicht mehr auf dem Mond ist. Aber das macht ja nichts. Und ja, also prinzipiell alle, die da noch in Aintail wohnen, gerade die Hasen und so, das sind alles Diener von Kaguya, mehr oder weniger. Aber ja, denen ist das eigentlich auch egal, was Kaguya da treibt mit Muku. Kane findet das überhaupt nicht in Ordnung und Muku findet es halt, ja, Muku findet es halt mega scheiße und versucht Kaguya umzubringen, aber sie weiß halt, dass es nicht geht. Und Kaguya findet es halt mega lustig und versucht Muku umzubringen. So, Lucky Egg mache ich jetzt mal dran. An Chun-Chun, ja. Lucky Egg zu haben, ist auch wirklich lucky, ne? So, Lucky Egg. Egg. Wo haben wir eigentlich das Münzamulett gerade? Hat Brennstoff das noch? Ja. Aber sonst keine Items, die sich lohnen? Black Glasses, Dark-Type-Moves. Sharp Beak, Flying-Type-Moves, gebe ich mal. Raymu ist besser als nix. Immer noch irgendwie was anderes? Antidote, Stop Potion. Waterstone, Moonstone, Everstone, Starpiece, Awakening... Ich glaube, ich habe gerade Charcoal noch irgendwo gesehen, ne? Ja.
Das können wir Brennstoff geben. Und die Amulet Coin, die geben wir Adi zu. Das erste, wo ist sie denn? Muss sie nicht ganz unten sein? Ah, die ist wahrscheinlich genau an der gleichen Stelle, wo die Charcoal vorher war, ne? Ja. So. So, und jetzt machen wir uns erstmal auf zur Spielhalle und kaufen uns Miku noch. Kann ich jetzt eigentlich hier? Jawohl. Hey Tom, da waren alles frisch bei dir. Wir müssen halt Adi so einwechseln, ne? Das ist wichtig. Kriegen wir doppeltes Geld. Wie gibt der mir denn? 1000, ja, ist nicht so viel. Ja, du bist so ein Poke-Fan, ne? Ein Bonika-Fan. Wie gibst du mir? 3000, ja, ist schon mal besser. Ich glaube durchaus, bei wem ich farmen will, ist diese Gruppe von diesen Spielern, direkt vor Prismania. Weil die geben, glaube ich, Base sowieso schon 6000 und wenn ich das verdoppelt, 12000. Und ich denke, da kriegen wir das dann doch durchaus schnell zusammen. Machen wir mal für die EV kaputt. Ich bin ganz zufrieden damit, dass wir haben einen Shiny, wir haben einen Lucky Egg, wir haben einige schöne Sachen hier. Shinky, die haben wir noch nicht, die habe ich noch kaputt gehauen. Shiny Alfie-Chan gibt es hier auch übrigens. Die sind übrigens nicht sehr selten. Die haben, glaube ich, eine 10%ige Chance, Shiny zu sein. Chris hat sich total gefreut, als er davon mal eins gefunden hat. Fand er gar nicht gut, als wir ihn aufgeklärt haben. Das war so ein richtiger Hate-to-break-it-to-you-Moment. So, 48. Ja, Chun-Chun macht das schon. Ich muss auch noch vor dem nächsten Tormann-Stream dann irgendwie mal den Emulator doppel aufsetzen, dass ich da tauschen kann. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, damit ich halt die L-Formen dann kriegen kann. Weil ich muss halt mit dem Last-Tag tauschen. Damit wir unsere Monika die L-Form hochkriegen. Was ist nicht rausteleportiert? Mutig, Satori, mutig. Rin, 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 rin. Und Yugi. Das ist die ganze Gang da aus Toho 11. Die ganze Toho 11-Gang hier in einer Höhle. Selbst Yomama. Sind alle da, auch deine Mutter. So, hoch. 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 Und dann nach rechts. Ja, und hier will ich den Kampffahner jetzt loslassen. Am besten an ihm hier, wa? Der will nicht. Der hat keinen Bock. Der hat keinen Bock. Wie gibst du mir jetzt? 1000, das ist nix. Ich glaube, sinnvoll ist das... Oh, gegen den habe ich noch nicht gekämpft? Oh, krass. Ja, dann nehmen wir den noch mit. Das ist nochmal ein gratis Geld-Opa. Yo, Mama. 49. Und Adisu. Einmal rein, damit ich doppelt Geld krieg. Wie viel gibt der hier? Ja, der gibt mir... Nee, der gibt 6000, wenn es doppelt ist. Okay. Und der will auch gleich nochmal. Schön. So. Ah, passt schon. Ja, ich habe keine LPP mehr left. Schade. Und Adisu. Das ist ein ganz anständiges Training hier gerade. 6000, so. Nehmen wir euch nochmal alle mit. Müsste Chun-Chun, glaube ich, mal heilen. Ja, das ist blöd. Die hat einen Geist-Typ. Adisu. Ihr gibt aber nicht sehr viel Geld. Crush Claw. Crush Claw, yep. 50. Und nochmal Adisu. Ice Beam. 1000. Ja, das ist nicht so. Aber der will auch. Die wollen alle. Krass. Schule, Schule, Schule ist prima, sagt er. Leute in der Schule mögen ihn übrigens nicht. So. Leslie, also nochmal 2000. Oh, die hat echt viel dabei. Level 20 ist aber jetzt nix, ne? Haben sie die nicht skaliert mit dem Kampffahnder? Haben die alten Level? Sind das die alten Level? Das sind die alten Level, Leute. Ich habe keine Angriffe mehr. Ich hätte auf Adisu gehen müssen, ne? Ja, Adi gibt eh nur 300 Geld. So, einmal rüber. Einmal durch. Hallöchen, Alari... das muss ich kurz mal lesen. Alari Firefly.
Schön, dass du hier bist. Ja, wir müssen mal heilen. Ich muss gerade leider ein bisschen grinden, weil wir aus der Spielhalle ein bisschen Coins brauchen. Ich habe keine Lust, irgendwie diese Slotmaschine 10 Stunden zu spielen. Turbo-Pokémon ist cute, definitiv. So, ich brauche 9.999. Und das ist halt echt teuer. Ich glaube, wir haben es aber. Ja, das sieht gut aus. Gerade so, aber wir haben es. Ja, mein letztes Geld. Mein Coincase ist voll. Muss ich jetzt echt so verzocken, dass es genau passt. Okay, weiter. Oder wir gewinnen halt einfach so lange, bis es passt, ne? Wir müssen runter auf 49. Also am besten wäre es, wenn wir nicht gewinnen. Ich sagte nicht gewinnen. Oder einmal richtig groß gewinnen. Nein, nicht so. So dauert das noch die ganze Nacht. Ja, wobei. Jetzt gewinnen wir gerade eher, als dass wir verlieren. Alari reicht, okay. Ja. Nee. So dauert das echt noch die ganze Nacht. Nein. Lass mich doch nicht immer diese Kleinstbeträge gewinnen. So kriegen sie dich in solchen Spielhallen übrigens, ne? Dass du da einfach den ganzen Tag deine kleinen Münzen reinwirfst, weil du nichts gewinnst und nichts verlierst. Aber unterm Strich verlierst du so ein ganz bisschen. Und das merkst du selber gar nicht richtig. Ach. Der Automat will mich doch ärgern. Es reicht nicht, um es voll zu kriegen, aber es reicht auch nicht, um abzusacken gerade. Das ist unmöglich. Ich hatte mal einen in der Schule in meiner Klasse. Da ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Der ist auch immer Slot-Machines spielen gegangen. Das war bei uns an einer Autobahnraststätte, da stand auch so ein Teil. Und da hat sich keiner drum geschert, wenn Kinder da dran gespielt haben. Der Kinder, der war auch 17, 18, aber dann 18 durfte er ja auch. Aber der hat auch immer sein Geld reingesteckt. Und der saß auch immer ewig lang davor, bis er 5 Euro verspielt hat, aber am Ende hat er sie verspielt. Und genau so, wie ich das hier gerade mache, so hat er sich wahrscheinlich den ganzen Tag gefühlt. Ich verstehe nicht, warum er das freiwillig macht. Anstatt, dass er mich einfach nochmal die 50 Coins extra kaufen lässt. Nee. Will er nicht. Wir haben es gleich, wenn es so weitergeht. Bitte. Nein. Ich brauche doch bloß... Komm, jetzt einmal noch. Ja, und jetzt nichts gewinnen. Sehr schön. Sehr schön, danke. Ich hätte gerne nochmal 50 Münzen. Danke. Du hast in Vegas sehr viel Geld gelassen. Aber in Vegas gibt es auch Freigetränke. Siehst du? Das ist der Trick. Ich glaube, Autobahnraststätte, wo alles richtig nach Zigaretten mieft, und Vegas ist nochmal ein großer Unterschied. So, jetzt können wir auch wieder normal. So, Kaguya, war nett, dass du uns hier gerade irgendwie 10 Minuten mit deinem Lied bespaßt hast, aber wir können wieder Ingame-Sound anschalten. Ja, was hätte ich gerne? Ich hätte gerne Miku. Möchte ich Miku? Ja. Danke. Braucht Miku den Spitznamen? Ja. Wie nennen wir Miku? Irgendwas mit Levan Polka. Badab, dab, 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 dab. World is hers. Ja, nach irgendeinem bekannten Lied am besten. Mir fällt aber nichts zu ihren Liedern gerade ein. Bekannt, dann wären auch nochmal Zenbon Sakura, ne? Hm. Freigetränke und keine Uhren. Du hattest nie einen Plan, ob die Dämmerung abends oder morgen ist. Wie lange warst du denn da drin? Habt ihr einen Spitznamen für Miku gerade für mich? Ich esse gerade mal einen KitKat. Ich bin mir gerade nämlich unschlüssig, wie wir sie nennen wollen. Aber wir müssen natürlich jedem einen Spitznamen geben. KitKat. Money Queen? Nee, dann nenne ich sie lieber Lauch. Den hat sie nämlich. So, die holen wir uns jetzt mal kurz ab. Das lohnt sich nämlich. Das lohnt sich nämlich. Miku! Ab ins Team. Die ist wahrscheinlich Level 5, ne? Vielleicht sogar Level 1, wenn wir Pech haben. Ich guck mal. Die kriegt aber direkt den EP-Teiler. Das Gute an ihr ist nämlich, die hat Z-Monika-Stats. Da ist sie. Da hat sie ihren Lauch. Ja, ja. So, ich würde sagen, jetzt fliegt
Knife nochmal raus. Tut mir leid. War nicht mit dir. Packen wir gleich mal direkt den EP-Teiler dran. Wo ist er denn? Den hatten wir doch schon. Oder hatten wir den? Ne, den hatten wir gar nicht. Wir haben keinen EP-Teiler. Dann muss ich das ja auf die Althergebrachte machen. Das ist ja anstrengend. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal Musik anmachen, Leute. Da müssen wir nämlich nochmal grinden, damit sie nachziehen kann. Was ist denn so ihr Moveset gerade mal? Was kann sie so? Ich hoffe, sie hat Statik. Das wäre sehr schön. Neutrales Wesen, Statik, sehr gut. Kann jetzt Donnerwelle, Hyper Voice und Sing. Hyper Voice 90 Base Damage, ist voll in Ordnung. Donnerwelle auch. Und Donnerblitz auf ihr halt, ne? Ja, ich gebe euch nochmal eine kleine Level-Montage. Da kriegen wir nochmal Musik rein. Irgendwelche Wünsche, irgendwelche Toho-Themes. Also, es wird natürlich komplett Toho sein. Machen wir mal ein Wizards-Theme kurz. Wenn wir schon bei Toho 8 waren, können wir doch mal komplett durchgehen. Nimm schon das Glücksei ab. Ja, das war der Plan. Dass ich jetzt Lauch das Glücksei gebe. Und dann halt immer Wechsel. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Geld farmen. Wir haben ja gerade alles irgendwie auf den Kopf gehauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Es ist halt Tohomon, da muss man immer so ein bisschen nachleveln, leider. So, machen wir, glaube ich, wieder hier. Hier kriegst du relativ viele, die du damit ansprechen kannst. Vor allem, wenn die alle Bock haben. Ja, durchaus sind vier, nee, drei Leute, die es Bock haben. So. Genau, und wenn wir jetzt hier einmal mit Lauch auswechseln. Das ist ja bestimmt nicht Verfolgung, danke. Dann dürfte das relativ schnell gehen. So, Lauch, Level 6. Schau mal, wie ihre Stats hochgehen. Das ist ein Level up. Auf einem sehr niedrigen Level. Schaut euch das an. Sie hat noch keine EV wirklich verteilt. Level 7. Und man merkt, glaube ich, schon, dass ihre Stats ganz gut werden, ja? Wenn man sie ein bisschen levelt. Schaut euch das mal an. Donnerschlag. 12. Wo ist Lauch? Ja. Ja, das Gute ist ja wirklich, dass die ersten paar Level sehr schnell gehen. 14. Und Lauch nochmal rein. Und Lauch nochmal raus. Ah. Dynamic Punch tut schon weh. 15. Muss ich selber Dynamic Punch lernen? Was willst du? 150, ne? Ich bin nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Ja, kann weg. 16. Bin da eher so auf Seiten von Donnerblitz für später. Du auch noch. Bist du nicht die, die nicht scaled? Doch, nee, du scalest. Dann machen wir. Tut schon. Tobi, willst du unbedingt Dynamic Punch? Sie hat einen reinen Elektro-Typ. Die hat kein STAB da drauf. Ich verstehe das nicht. Warum würdest du das wollen? 17, 18. Sehr schön. Wie hoch ihre Stats jetzt auch einfach schon sind. Das ist super. 19. Ich habe vergessen, Adisu reinzuwechseln. Ach so, ja. Das meinst du. Das ist in Ordnung. Machen wir so jetzt. So, 20. Da ist der Donnerblitz. Leute, da ist der Donnerblitz. Gesang kann weg. Das hat halt nur 65. Gesang ist irgendwie total blöd, weil es einfach nicht oft trifft. Es hat ja fast eine 50%ige Chance, daneben zu gehen. Warum würde man das wollen? Tut mir leid, Leslie. So, aber jetzt schaut mal. Juri, es ist Level 21, nur mal einen Vergleich zu geben. Sie hat so durchschnittlich 60 auf jedem Stat und fast 100 HP. Vergleich das mal. Ich meine, das hier ist halt lächerlich viel mehr, aber Rennstoff ist auch 34 Level drüber. Aber vergleich das mal zum Beispiel mit Kleingeld, ja? Kleingeld hat so, wenn man es ausmittelt, so 110 auf jedem Stat. Also so 50 mehr. Ist aber auch 28 Level drüber. Also ich denke, Lauch macht sich. Und Lauch hat noch keine verteilten EV. Darf man nicht vergessen. Ich meine, die werden wir nicht anständig verteilt kriegen, aber hey, immerhin ein bisschen. Also ich denke, Lauch wird ein festes Team mit... Oh, habe ich die ausgelassen? Vorhin? Also Lauch, du musst mal auf Adisu. Und hier mal einfach mal einen Flammenwurf. Und dann ist schon mal eine davon kaputt. Bap, bap, bap. Und nochmal. Bap. Lauch 21, nee, 22. Unsere Zwillingspower. Power! So. Na, der Opa hat diesmal keinen Bock. Schade. Ich sollte vielleicht mal den, hier, das Münzamulett von Adisu runternehmen.
Laura hat auch schon fast so einen Punkt erreicht, wo sie fast alleine kämpfen lassen kann. Was irgendwie lustig ist, weil sie irgendwie noch 20 Level unter den Gegnern ist. Aber es geht langsam. Schaut euch das mal an. 70 Spezialverteidigung, fast 100 HP. Kommt Rien. Waterpuls. Also langsam brauchst du aber auch einiges an Erfahrungspunkten, um zu leveln, ne? Ah, ist aber fast. Ja, ich hätte Eisstrahl machen sollen. Bin ich aufgepasst. So, 24. Und du noch. Ich glaube, die untere von denen hier ist sowieso egal, weil das ist eigentlich alles zu einwechseln eigentlich nicht, ne? Eigentlich jetzt nicht unbedingt jetzt gerade. So, 25. Ich glaube, jetzt wechsle ich Ali zu einmal ein, einfach fürs Geld. Ich probiere gleich mal was. Heil nochmal. Und ich probiere gleich mal, wie es aussieht, wenn ich Lauch mal selber kämpfen lasse. Gegen irgendwen, wo sie ein Typenvorteil ist vielleicht. Hier, du da. Du hast doch... Ja, Chen jetzt nicht unbedingt. Chen jetzt definitiv nicht unbedingt. Nicht gerade gegen den Bodentyp. E-Chat, ach Mann. Ich will doch Lauch mal was probieren lassen. Ich will da mal was probieren. Wahrscheinlich nicht. 26, also so langsam geht's wahrscheinlich. Rien. Das ist zwar nicht im Typenvorteil, das ist ja aber neutral. Ich probiere es einfach mal. Ich mach mal Donnerblitz. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Also dafür, dass du 20 Level drunter bist, würde ich mich da nicht mal beschweren. Paralysiert, warte mal. Schaffst alleine, ne? Ja. Easy. Ist jetzt vielleicht noch nicht so die beste Option, aber es geht langsam, ne? Oh, noch ein Racen. Oh, ehrlich. Tut denn das Nut, dass du jetzt hier singen machst? 28, so ist gut. Hält's Tuckam, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Das hat 120 Base Damage, 85 Genauigkeit. Und das ist halt wie Overheat plus ohne Overheat. Ne? Also das ist. Und das ist praktisch hier. Wie heißt denn das? Feuersturm? Das ist gut. Ich glaube, das will ich sogar statt Overheat haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil das hier kannst du halt spammen. Overheat kannst du nicht spammen. Das kannst du einmal machen, dann ist Ruhe. Aber wenn ich halt irgendwie so richtig kaputt hauen will, macht es ja Sinn, irgendwie erst Sonnentag zu machen und dann Hex-Tuckermack zu spammen. Was meint ihr? Wollen wir Hitzekoller haben oder wollen wir Hex-Tuckermack haben? Sucht euch das mal aus. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und ich tue mir die anderen KitKats im Kühlschrank. Die kalten schmecken die besser. Sucht euch das mal aus. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. So, kleine Statements, schön. Na, wie sehe ich das denn? Ich meine, ich kann auch Flammenwurf spammen, nachdem ich Sunny Day gemacht habe. Der trifft immer. Und auf den Slot, wo Waterpuls, da kommt auf jeden Fall Surfer später. Und ich will auch eine Wasserattacke auf ihr haben. Also werde ich das jetzt auch nicht wegpacken. Schwierig. Es trifft halt weniger als Hitzekoller. Ich glaube, daran mache ich es jetzt gerade mal fest. Ja. Schade, aber ja. So, was wir jetzt eigentlich auch noch machen können, ist einfach noch mal im hohen Gras Miku selber mal ein bisschen trainieren lassen. Hier gab es doch so eine Million Mystias, richtig? Würde ich jetzt Bettzeit wegen Frühstück, glaube ich, dann schlaf gut. Hyper Voice. So, ist gut. Das schafft Lauch sogar selber. Ich muss Lauch mal heilen und dann geht das, glaube ich, sogar selber. Dann ziehen wir Lauch noch, was weiß ich, so was weiß ich, 10 Level noch und dann können wir weitermachen. Normal. Und ihr merkt, dass die wilden Bonika sind halt 14 Level drüber. Das ist halt noch ein bisschen zu heftig. Aber es geht langsam von alleine hier. So, gegen Mystia, das geht nämlich. Die one-shotten wir sich. Nicht ganz. Aber fast. Ein Level up noch, dann tun wir es. Das ist auch ein Two-Shot, das ist gut. So, Mystia war kaputt.
denke, Lauch macht das langsam. So, Lauch, wie sieht's aus mit deinen Stats? So 3 auf alles. Das ist in Ordnung. Ja, das sind One-Shots jetzt. Das ist gut. Ja, hier ist nicht so gut, weil hier so viele Shens sind. Ja. Wir haben halt einen Bodentyp. Da kann ich nicht Donnerblitz spammen. Und Hyper Voice ist halt nicht so gut, weil wir kein SDRB drauf kriegen. Aber gegen Mistia und Momji, wenn die hier kommen, die One-Shotten wir. Und das geht ja echt schnell mit dem Lucky Egg. Muss man wirklich sagen, dass man das wirklich spürt, dass das halt einiges ausmacht. Stahl. Stahlfaust. Ich glaube, 90, 100 gefällt mir lieber als 175. Nee, Lower Defense. Vor allem, weil wir doch, glaube ich, eher ein Special Attacker sind, oder? Ich glaube, ja. Ja, weg damit. Sind wir überhaupt ein Special Attacker? Wie sind ihre Stats? Ich habe da gar nicht drauf geachtet gerade. Die sind auf jeden Fall hoch. Die Frage ist, wie hoch die sind. 30 ist schon mal gut. So. Mal auf 31, dann sehe ich noch. Jetzt wollen sie nicht mehr. Wahrscheinlich hat die Momsi ja so total viel Spezialverteidigungs-EV. Nicht EV, DV, Entschuldigung. So, ja, weg damit. Ha, aber die ziehen wir gut nach gerade. So Level 38 oder so reicht hin. Ich meine, die Arena ist wahrscheinlich über Level 50, aber das passt schon. Ich denke, die ist von den Stats ganz in Ordnung. So, jetzt guck mal, wie ist ihr Spezialangriff? Ja, der Spezialangriff ist höher. Aber es ist ein bisschen Mixed Attacker auch. Ich glaube, sie ist auch eher defensiv ausgelegt. Was lustig ist, weil sie den richtigen Schaden macht. Und ich kann nicht mehr angreifen, wie reizend. Ganz nett haben sie es hier. So, das ist natürlich blöd. Ich kann keine Chance mehr angreifen, dann müssen wir heilen. So, Miku, wie sieht es bei dir eigentlich jetzt so insgesamt mal aus? Durchschnittlich, boah, würde ich sagen, so 85 auf jedem Stat. Attacke ist ein bisschen niedrig, aber die brauchen wir eh nicht. Auf Level 31 durchschnittlich 85 überall, Raymond überall 110. Ich glaube, du hast am Ende mehr Stats als Raymond, kann das sein? Soll ich mal gucken, wie hoch ihre Base-Deadline ist? Ich schau mal ganz kurz, Moment. So. Wordling Dex. Wo ist sie denn hier? Ist Miku da? Ja, 720 Base-Stats hat sie. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist mehr als ein L-Boniker, aber weniger als ein Z-Boniker. Also so ein bisschen dazwischen. Ja, da kann ich gut mit leben. Kann ich durchaus gut mit leben. Aber das Boniker, was wir tauschen können, indem wir sie weggeben, hat halt 950 Base-Stats. Und das holen wir uns auf jeden Fall. Und das ist ein Feuerflugtyp. Also wir holen uns die beide. Also wir tauschen nicht diese hier, sondern wir holen uns einfach später noch eine. Und die tauschen wir dann gegen das, was man dann noch kriegen kann. Und Feuerflug ist ja auch der Typ, den Brennstoff gehabt hätte, wenn wir Brennstoff nicht so entwickelt haben, wie wir es gemacht hätten. Deswegen habe ich Brennstoff nicht so entwickelt, wie das da halt gewesen wäre. Die Frage ist, wie wir unsere Teamaufstellung dann machen. Also ich denke, Adizu bleibt auf jeden Fall drin. Beim Rest bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, Lauch und Adisu sind auf jeden Fall fix fürs Endgame. Lauch und Adisu sind echt gut. Brennstoff vielleicht, wenn wir es uns erlauben können. Kleingeld hätte ich gerne, aber die Frage ist, wie Kleingeld sich entwickelt. Chunchun könnte zu schwach werden und Exitus vom Typing her nicht so gut. Aber wir versuchen einfach mal, ne? Wir versuchen einfach mal. Weil ich denke, so von der Base-Deadline ist Lauch doch durchaus sehr gut dabei. Ich würde aber sagen, wir machen heute die Arena nicht mehr. Heute war der Tohumon fertig kriegen sowieso keinen Plan. Heute war der Plan, alle anderen Spiele fertig zu kriegen. Das haben wir geschafft. Tohumon ist jetzt so... Ja. Der Lauch ist tot. Toll. Kleingeld. Kleingeld vielleicht noch auf 50? Ja, ich glaube, Kleingeld auch mal kurz auf 50. Unser Plan war heute, in Tohumon einfach ein bisschen weiterzukommen. Und ich denke, das haben wir durchaus geschafft. Wir haben einige neue Sachen gefangen. Haben ein neues, ziemlich starkes Boniker fürs Team. Haben zumindest einen Storykampf geschafft mit Kaguya. Auch wenn es nicht der relevanteste Storykampf war. Wir haben Giovanni besiegt, immerhin. Rocket-Spielhalle. Felstunnel.
doch ein bisschen was, ne? So, 50 kriegen wir noch raus. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Die werden am Ende alle Level 100 sein müssen. Das ist ganz wichtig. Also nicht bei der normalen Pokémon-Liga hier, sondern im Endgame, was halt danach kommt. Kommt dann noch eine Menge extra Story-Zeug am Ende. Deswegen will ich halt durchs normale Feuerrot so durchskippen. Ich hoffe, das versteht ihr. So, 50. So, ja. Also Mikus Stats sind durchaus ein bisschen höher als die von Raymu. Ich glaube, so normal. Ich kann euch mal sagen, wie viel E Raymu Stat hat und wie viel L Raymu Stat hat. Genau, Moment. Wo ist denn die Liste jetzt hier wieder? Habe ich die Liste wieder zugemacht? Das ist ja toll. World Dex, so. Wo ist denn Raymu da? Also, Miku hat 750, E-Raymu hat 540 und L-Raymu, die Legendary Form, hat 680. Das heißt, Miku hat nochmal 70 mehr als die Legendary Form von Raymu. Und genau deswegen wollte ich Miku haben. Und Ho-Ho ist dann halt richtig lächerlich. Ho-Ho hat dann einfach 950. Und Z-Bonica haben so einen Schnitt 1000. Also sind wir da immer noch nicht so ganz gut dabei. Aber immerhin ein Bonica dann, was wirklich was ausrichten kann. Das ist halt, was mir da wichtig ist. Das war also deren Antwort darauf, dass Pokémon-KI ziemlich verkackt die meiste Zeit. Ja, dann machen wir halt einfach doppelte Stats. Ja, gute Idee, Leute. Ein Z-Bonica kriegst du halt selber auch nicht. Du kriegst ein einziges Z-Bonica im Spiel. Und das kriegst du, nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Und das ist zufällig ausgewählt. Und es gibt, glaube ich, 12 verschiedene oder so. Vielleicht sogar noch mehr. Und wenn du halt mehrere haben willst, musst du das Spiel immer wieder durchspielen und dann halt auf einen anderen Account tauschen. Und das machen halt viele. Es gibt dann Leute, die haben irgendwie volles Z-Bonica-Team. Und solltest du halt Competitive Tomon gegen andere Leute spielen wollen, ich weiß nicht, ob Leute das machen, dann musst du halt ein komplettes Team aus Z-Bonikern haben und du hast keine Chance. Z-Sanae finde ich ziemlich cool, weil die hat Wasser-Pflanzentyp und dann Wonderguard. Das heißt, du musst die entweder mit Flug oder Gift vielleicht? Gift? Ist Gift da gut? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall musst du die mit irgendwas hitten, was sehr effektiv auf sie ist. Und das ist halt schwierig. Und so, 34. Yeah! Hier Spezialverteidigung für Speed. Boah, doch, doch. Spezialverteidigung ist jetzt schon über 100. Also ich glaube, Raymu sieht davon jetzt Stats demnächst alt aus, wenn Lauch sich noch ein bisschen levelt. Bei Lauch spürst du auch einfach, dass es halt so ein Semi-Legendary ist. Semi-Legendary ist stärker als die normalen Legendaries. Das ist schlechter als die Z-Form, die man eh nicht kriegen kann. Also Lauch ist praktisch ein Legendary. Und ich fühle mich nicht schlecht, die im Team zu haben, weil alle anderen KIs hier schummeln. Das ist, als wenn du bei Sith of Deity irgendwas abused. Das macht natürlich die normalen Kämpfe zwischendrin ein bisschen witzloser. Aber das Endgame macht sehr viel erträglicher. Und darauf bereiten wir uns ja vor. So, 35 gleich. Oh. Ja, so Spezialangriff noch auf 100 und dann ist gut, glaube ich. Die hat halt sehr ausgeglichenes Set, Miku. Ne? Die ist jetzt nicht besonders gut im Spezialangriff oder so wie Brennstoff. Aber dafür hält sie auch was aus, wenn sie selber mal angegriffen wird. Das ist halt ganz schön. Ich glaube, inzwischen haben wir ein Level erreicht, wo es sinnvoller ist, mit dir einfach auf die Route mit den Trainern zu gehen und die Trainer mit dir komplett umzuklatschen, oder? Ich glaube fast, ja. Probier das mal. Hallo. Haben sie alle 5 Bock? Okay, Moment. Na, das ist noch nicht ganz so geil. Aber es gibt... Oh, warte, ja. Das hat ja wieder gut gemacht, ne? Seid ihr stolz auf mich? Seid ihr stolz? Nein. Okay. Hey, wenn ich auf Adi zu wechsle, kriege ich wenigstens Geld. Also passt schon. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Yeah. Noch ein Supertrank. Da habe ich sogar einige noch, ne? Ja. Einen so. Hi. Ah, du bist mit denen, die nicht scalen. Na, ja, schön. Das geht ja dann ganz gut. Die gibt aber auch dann nur 300 Geld, da brauche ich jetzt nicht unbedingt auf Alice für wechseln. Ach ja, Herr Steintyp. Wobei es doch ganz gut EP gegeben hat, ne? Weil wir halt noch nicht so hart vom Level drüber sind und weil halt Trainer EP-Bonus. Ach, mit Chen. Warum musst du denn mit Chen kommen? Rien, das ist doch schöner. Warum nicht gleich so? Brenne ich jetzt? Warum brenne ich jetzt? E-Chen? Ja, Adisu. Zünd sie an! 57, ja, nice.
Ja, haben wir noch einen Full Heal, Full Restore? Ja. Ich habe es gerade auf Adisu angewendet. Wie schön, wir haben keine Full Restores mehr. Können wir uns noch mal welche kaufen demnächst? Oder muss ich auf Adisu gehen, einfach für das Geld? Weil die nur einen Boniker hat. Ziemlich sicher, dass Lauf das Ding alleine gepackt hätte. Das hätte auch super EP gegeben. Aber macht nichts. Einen hiervon schaffst du alleine, oder Lauch? Ja, sehr schön. Zack. Und Adisu. Zack. 38. Guck mal. So, alles jetzt über 100 außer Angriff. Und Angriff ist egal. Das ist doch schön. Das ist doch echt schön. Das ist echt eine solide Base-Deadline, die sie hat, ne? Die ist halt wie Rainbow, der hat sehr, sehr ausgeglichene Stats. Das kann gut und das kann auch schlecht sein. Ich finde es halt gut, dass beide Verteidigungsstats ordentlich sind und der Speedstat auch. Dadurch ist halt der Spezialangriff ein bisschen abgesagt. Aber ich meine, wir sind 12 Level unter Rainbow und die Stats, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Also Rainbow ist noch so ganz knapp voraus. Aber in 5 Leveln ist es nicht mehr. Das ist, was ich sagen will. Ah, ihr habt da wieder alle Bock? Okay. So, ich zeig euch jetzt einfach mal, das schafft sie alleine. Ah, oder auch nicht. Doch. Und das ist halt auch wirklich fast ein ganzes Level ab, deswegen wollte ich das so haben. Hyper Boys, sehr schön. Thunderbolt. Noch ein Thunderbolt. Sehr schön. Und da gehen wir auf Adisu. Und dich noch. Ja, und das husten wir um. Weg. 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 Ach, hoppala, weißt du, ich vergesse irgendwie mal zu wechseln. 40, jetzt ist alles über 100. So. Ich meine, vergleich das mal. Rainbow ist in ihrer E-Form. Das ist ihre zweithöchste Form ohne diesen Tauschtrick mit dem Last Tag. Und, also das ist praktisch ihre höchste Form, die wir im Moment haben können. Und die Sets sind praktisch gleich. So, wenn man so aufaddiert, ja. Ich meine, Rainbow hat ein bisschen mehr auf Angriff, aber dafür weniger Spezialverteidigung deutlich. Und der Rest ist ziemlich ähnlich. Also Rainbow hat vielleicht noch so 10, 12 Punkte mehr. Weil auch ist 10 Level drunter. Lauch hat Statik. Das ist auch ziemlich cool. So, ich denke, das reicht dann aber auch gleich hin. Wir gehen jetzt erstmal heilen, speichern und dann machen wir nächstes Mal dann mit den Arenen und so weiter weiter. Damit haben wir ein bisschen Team-Setting hier gemacht. Das ist gut. Wir speichern. Wir machen noch ein Save-State. So. Und dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich bei allen, die noch so lange dabei waren. Das war am Ende noch echt lustig. Also hat auch Spaß gemacht, Tomon zu machen. Wir haben 3 Projekte fertig gekriegt. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt wieder richtig Luft. Der PC kommt morgen. Ich freue mich drauf. Ich will auch nicht zu spät ins Bett, deswegen will ich jetzt auch aufhören. Weil ich weiß nicht, wann der morgen kommt. Das werde ich gleich rausfinden. Und ja, dann hat es mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Mehr Infos zu weiteren Streams im Discord. Am Samstag gibt es das Spectate Game in Civ. Da freuen sich einige schon drauf. Und ansonsten bin ich euer True. Ihr seid die Zuschauer. Tüdelü an euch.